idealism prevails. Make the world a better place. Ich möchte euch alle recht herzlich und mit noch mehr Herzlichkeit möchte ich euch recht herzlich begrüßen zu unserem Symposium der Gruppe Demokratie und Grundrechte, der ich mich und viele andere seit mehreren Monaten verpflichtet fühle. Mein Name ist Hannes Hofbauer, ich habe das mit begründet. Ja, also bestellt haben wir es nicht, aber es kam doch zur rechten Zeit, diese Ankündigung der Regierung, demnächst im Parlament die Impfpflicht aufheben zu wollen. Das ist ein Fortschritt, es ist nicht schlecht, aber wir sind nicht zufrieden, weil wir müssen wachsam bleiben. Unsere Initiative Demokratie und Grundrechte hat sich ungefähr im späten Jänner 2021 gegründet. Den ersten Aufruf habe ich mir angeschaut, haben wir im Februar 2021 gemacht und uns als Sprachrohr eigentlich gesellschaftskritischer Stimmen verstanden. Früher hat man gesagt, linke Stimmen, jetzt sind wir gesellschaftskritische Stimmen gegen den autoritären Staat mit Lockdowns, Aufhebung von Grund- und Freiheitsrechten, gegen die Implementierung menschenverachtender Kulturpraktiken, Maske, Abstand, keine Hände schütteln und gegen diejenigen, die davon profitieren, nämlich Big Pharma. In politischer Hinsicht verstanden haben wir uns vor allem als ein offenes Sprachrohr mit der Intention, nicht nur der FPÖ die gesamte Bühne zur Kritik an den Corona-Maßnahmen zu überlassen. Und in mehreren Etappen ist uns das auch gelungen. Klein, aber fein. Wir haben seit Februar 2021 vier Kundgebungen veranstaltet am Platz der Menschenrechte, Anfang Maria-Hilfer-Straße, teilweise im Schneeregen, teilweise in Hitze, gegen den Lockdown, gegen den Impfzwang, gegen die digitale Überwachung. Und zusammen mit anderen haben wir eben erwirkt, dass zumindest dieser Impfzwang jetzt nicht nur aufgehoben, sondern abgesetzt wird, weil die parlamentarische Prozedere muss ja noch Platz greifen. Aber wir wissen, mit dem Zufallbringen des Impfzwangs ist es nicht getan, denn die Corona-Maßnahmen haben ganz allgemein ein autoritäres gesellschaftliches Umfeld geschaffen, inklusive Blockwart-Mentalität, das weit über die angeblich gesundheitspolitischen Maßnahmen hinausgeht. Diese Corona-Maßnahmen haben eben gesellschaftlich insgesamt devastierend gewirkt. Wir wissen es alle, unter anderem gerade auch im medizinischen, im Gesundheitsbereich, in dem das gesamte Budget für Testkits und Impfdosen ausgegeben worden ist und sonst überhaupt nichts beachtet worden ist, keine Investitionen in den öffentlichen Sektor des Gesundheitswesens getätigt worden sind. Sie haben devastierend gewirkt auf die soziale Situation als Ganzes, ganz allgemein in der Welt, aber auch in Österreich sind Reiche reicher und Arme ärmer geworden. Und sie haben auf die Volkswirtschaft insofern devastierend gewirkt, als dass sie eine mittelständische, traditionelle Struktur mit dem Ziel einer kybernetischen Wende, eines Zeitalters, das vielleicht dystopischer ist, als wir uns das vorstellen können, zum Durchbruch zu verhelfen. Deshalb ist es für uns wichtig, jetzt im Zuge dieser paternalistisch gewährten und möglicherweise auch nur kurzfristigen sogenannten Lockerungen nicht aufzugeben. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, fast am Sommerbeginn, also heute, die Zeit zu nutzen, um gesellschaftskritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen, um gesellschaftskritische Strukturen, die wir auch ein bisschen etablieren konnten, wie man sieht, das ist ja eigentlich toll, wie viele wir heute sind, um diese Strukturen zu stärken. Genau vor diesem Hintergrund findet das Symposium statt und ich sage jetzt nur noch ein paar technische Hinweise zum Ablauf. Wir haben vier Themenkreise, die meisten werden das ja oder fast alle irgendwo mal gelesen haben, sonst wären sie nicht hier. Erstens vom grünen Pass zum digitalen Zeitalter, da wird dann bald Philipp die Debatte eröffnen. Dann gibt es zwei Themenkreise, die parallel gestaltet sind. Da würde ich euch bitten, vielleicht schon jetzt sich zu überlegen, ob man eher Arbeitswelt und Berufsverbote als Thema diskutieren will oder das Thema Zensur.
und dann kommt es wieder zusammen am Podium hier über die Pläne der WHO und den Widerstand dagegen. Ja, die einzelnen Moderatorinnen werden die Inputgeber vorstellen und ich habe jetzt nur mehr ganz kurz einen Hinweis zu tätigen auf den Zeitplan. Also es beginnt jetzt eben mit der Debatte über den grünen Pass zur digitalen Überwachung bis 16 Uhr. Dann gibt es eine halbe Stunde Pause, anschließend daran eben die zwei Arbeitskreise, Arbeitswelt und Berufswelt auf der einen Seite, Zensur auf der anderen. Um 18 Uhr ist dann eine große Pause, wo man auch schon was essen kann oder nachbestellen kann, die Getränke, die kann man natürlich auch um 16 Uhr nachbestellen. Und um 19 Uhr dann die quasi Abschlussdebatte hier über die Pläne der WHO. Anschließend daran bleibt Zeit für ein gemütliches Zusammentreffen und weiter plaudern. Wir haben diesen Saal gemietet, wir haben hinten einen kleinen Jägersaal gemietet, der wird den meisten noch nicht aufgefallen sein. Und wir haben auch gemietet den ganzen Hof draußen, also den Garten, an dem man sich jederzeit aufhalten kann. Essen und Trinken ist bestellbar. Am Eintritt wacht der Helmut darüber, dass niemand entgeht, die freiwillige Spende abzugeben. Ja, damit danke ich für die Aufmerksamkeit, übergebe an Philipp Ohn und werde jetzt diese Debatte werde ich mit Interesse folgen. Bitte. Danke, Hannes. Herzlich willkommen zur ersten Runde. Mit dem Thema vom grünen Pass zur digitalen Überwachung. Schon vor 2 Jahren hat Edward Snowden uns davor gewarnt, dass Regierungen das Virus dazu nutzen wird, um eine Architektur der Unterdrückung aufzubauen. Die Überwachung wird bleiben. Also die Überwachung ist gekommen, um zu bleiben, sagt er. Dieses Thema werden wir so behandeln, so beleuchten, was in der Vergangenheit passiert ist, was vor kurzem passiert ist, was gerade passiert und was noch auf uns zukommen wird. Euch erwarten spannende Impulsvorträge unserer Redner, danach eine interessante Diskussion, wo wir versuchen werden, eure Fragen oder durch die Reden entstandene Fragen so weit wie möglich auszuräumen und danach ab zu der Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die noch übrig sind. Ich darf nun unsere Diskussionsteilnehmer vorstellen, und zwar den Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftsforscher, der in seinem Blog der Frage nachgeht, wie Wissenschaft in Verbindung mit Politik bzw. Technologie steht, Jan David Zimmermann. Da die Historikerin. Ihre Tätigkeit liegt in der Forschung und Lehre an der Uni Wien mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Migrationsforschung, Industrie und Globalgeschichte. Universitätsprofessorin Dr. Andrea Komlosi. Als dritten Gast haben wir den dänischen Informatiker, Professor für Grundlagenforschung zu parallelen Algorithmen und Programmierschnittstellen, insbesondere im Bereich Hochleistungsrechnern. Universitätsprofessor Dr. Jesper Larsson-Treff. Danach der Publizist. Lange Zeit war er Herausgeber und Chefredakteur bei der Telekom-Presse. Verfasste Beiträge für die Presse, Salzburger Nachrichten, den ORF, Profil, Rubicon und viele mehr. Nun bei TKP tätig im Bereich Science and Technology, Dr. Peter F. Meyer. Kurzer Disclaimer: Alle sind ausschließlich als Privatperson hier. Und nicht in der Funktion ihrer Arbeitgeber bzw. Institute. So, da darf ich Jan als Ersten bitten, mit dem Impulsvortrag zu beginnen.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, Philipp. Ich nehme an, wir können einfach so sitzen bleiben, oder? Das ist irgendwie kuscheliger. Ja, also vielen Dank. Hört man mich gut genug? Passt das mit dem Mikro? Noch? So geht's? Okay. Ja, vielleicht. Weil sonst ist es wie bei Freddie Mercury irgendwie. Muss ich das Mikro küssen? Perfekt. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank. Also, es sind wirklich viele gekommen an diesem heißen Tag im Rittersaal. Mein Impulsvortrag handelt nicht von Rittern, aber soll eigentlich schon auch ein bisschen eine historische Perspektive bieten, gleichzeitig auch eine wissenschaftsphilosophische. Ich habe es genannt, der vermessene Mensch, digitale Datenernte oder vom Souveränitätsregime zum Disziplinarregime und schließlich zum Informationsregime. Klingt jetzt alles ein bisschen hochgestochen. Ich habe mich orientiert an dem Buch von Byung-Chul Han, das heißt Infokratie, erschienen im Verlag Matthes und Seitz in Berlin. Und Byung-Chul Han ist ein Philosoph deutsch-koreanischer Herkunft. Und in diesem Buch, es ist ein kleines Bändchen, das ich aber sehr aufschlussreich finde, ist eigentlich sehr viel vorhanden, was uns eigentlich so die letzten Jahre heimgesucht hat. Ja. Es geht darum, wie wird mit Information und Informationssammlung Macht erhalten, Macht generiert und Macht über Menschen gebracht. Und dabei bezieht er sich vor allem eigentlich auf oder sehr stark auf Michel Foucault, der ja verschiedene dieser Machtregime, das bedeutet jetzt eigentlich nicht Staatsformen, ja, sondern das sind Herrschaftsformen im machtphilosophischen Sinne, die Foucault so ein bisschen aufgedröselt hat oder versucht hat zu beschreiben, auch in seinem Buch Überwachung und Strafen zum Beispiel, ja, wo es darum geht, wie funktioniert die Verfügung der Herrschenden über den Körper der Menschen. Und da gibt es einige philosophische und historische Verschiebungen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die vormoderne Art mit Herrschaft umzugehen, das Souveränitätsregime, dabei findet ganz stark eine Herrschaft über Leben und Tod statt. Die peinlichen Strafen, die Folter, wir kennen das aus dem Mittelalter. Ja, also hier beginnt man, hier ist die Herrschaft überdeutlich sichtbar, eben als Souveränität, als Souveränitätsregime. Hier sagt Byung-Chul Han, Zitat, die Souveränitätsmacht wirkt über theatralische Sichtbarkeit. Okay, noch mehr Freddie Mercury, ich habe es verstanden. Danke, Hannes. Die Unterworfenen aber bleiben weitgehend unsichtbar. Das heißt, ausschließlich in dieser Situation der Strafe, der öffentlichen Strafe, wir kennen das, der Pranger, ja, oder eben dann die öffentliche Verbrennung und verschiedene Formen dieser Strafen. Hier zeigt sich die Macht in ihrer theatralischen Form als Verfügung über den Tod. Und in der Moderne verändert sich das Ganze. In der Moderne findet eine Verschiebung statt, die Biomacht entsteht, wo es nicht darum geht, laut Foucault, wo es nicht darum geht, unbedingt über den Tod oder über Leben und Tod zu herrschen, sondern vor allem über das Leben. Und dies funktioniert durch eine bürokratische Überwachung. Dies funktioniert grundsätzlich über weitgehende Praktiken der Vermessung des Menschen. Ja. Und hier setzt auch sukzessive der Industriekapitalismus ein. Er sagt dazu, es ist keine Gesellschaft des Schauspiels, sondern eine Gesellschaft der Überwachung. Und eben wie schon gesagt, etablieren sich mehr und mehr Bürokratien,
der Überwachung. Er sagt dazu auch, im Disziplinarregime kehrt sich das Sichtbarkeitsverhältnis um. Sichtbar gemacht werden nicht die Herrschenden, sondern die Beherrschten. Ja. Und hier setzen wir eigentlich ein und mit einer neuen Art des Regimes, nämlich das Informationsregime. Wir sind jetzt im Informationskapitalismus angelangt, also in der Gegenwart, wo Information über künstliche Intelligenz, Algorithmen, bestimmte soziale, ökonomische und politische Prozesse maßgeblich steuern. Und es ist sehr interessant, wenn man hier jetzt noch stärker historisch überlegt, wann hat eigentlich begonnen, dass man den Menschen derart vermisst. Ich sage das ganz gerne, es hat begonnen mit einer Vermessung der Welt. Wir denken an die Entdeckungsreisen. Und als die Welt entdeckt war, hat man versucht, den Menschen zu vermessen. Ja? Also von der Vermessung der Welt zur Vermessung des Menschen. Und ein wichtiger Punkt in dieser Vermessung ist eigentlich das Werkzeug der Volkszählung. Ja? Die modernen Volkszählungen haben eigentlich in Europa mit dem Absolutismus begonnen, vor allem in Österreich 1754 mit Maria Theresia wurde die erste Volkszählung etabliert. Und so hat man mehr und mehr begonnen, die Bevölkerung nach verschiedenen Aspekten zu erfassen. Ja. Und eigentlich kann man sagen, dass seit 400 Jahren diese Vermessung und diese Datensammlung, diese Datenernte mit Informationen über den Menschen, sei sie jetzt nun psychologisch, sozial, mehr und mehr zugenommen hat und mittlerweile ein ungeahntes Ausmaß angenommen hat, wo unser gesamtes Sozialleben, wo unser Liebesleben, wo unser Sexualverhalten, wo unsere Internetrecherchen, wo unsere Geodaten, wo eigentlich alles erfasst wird und wo etwas aufgetreten ist, was noch nie in der Weise möglich war, nämlich dass Tech-Konzerne das Sozialverhalten ganzer Gesellschaften als Daten vor sich haben. Das wäre jetzt mal so das Schlusswort meines Beitrags, weil ich kann ich dann in der Diskussion noch einige andere Sachen einbringen. Danke. Andrea. Ja, schönen guten Nachmittag. Spreche ich auch richtig hinein oder dass es überall ankommt? Funktioniert so besser? Nochmal? Ja, also Test, ja, ist gut? Okay, gut. Also, wir haben ja als Übertitel von dem Plenum hier vom grünen Pass zur digitalen Überwachung und der grüne Pass ist ja das Instrument, mit dem auch diese digitale Überwachung ausgeübt wird im Corona-Regime und insofern denke ich, macht Sinn, diesen Begriff des Passes nochmal zu hinterfragen, auch sozialhistorisch zu hinterfragen. Und deshalb möchte ich gern die Geschichte des Reisepasses, der Geschichte des Gesundheitspasses gegenüberstellen und auch schauen, wie sich die unterscheiden und wo sie auch gemeinsame Dinge haben. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz, genau genommen in das Datum, was der Jan David genannt hat, 1750 ungefähr. Da sind nicht nur die Volkszählungen eingeführt worden, sondern da ist eigentlich auch, wenn man so will, der Reisepass erfunden worden, nämlich der staatliche Reisepass. Natürlich sind vorher Menschen auch gereist, ja, wobei das von ihrem Status abhängig war, ob sie dazu überhaupt ermächtigt waren, aber Adel oder Handwerker sind natürlich gereist. Da hat es aber keine staatliche Aufsicht und auch keine Übersicht gegeben und auch keine einheitlichen Passformulare oder solche Dinge. Das waren Geleitscheine, von denen man sich irgendwie Unterstützung, sagen wir mal, beim Reisen erhofft hat, aber es war nicht unbedingt notwendig. Ja. Und dann eigentlich mit dieser Etablierung eben moderner Staatlichkeit, wo eben die Herrscher wissen wollten, wie viele Untertanen sie haben, wo sie sind, wie viel Steuern sie zahlen können, ob sie rekrutiert werden und so weiter, wollte man eben auch, dass ihre Reisen überwacht werden können und aber natürlich auch ermöglicht werden können, weil der Pass ist ja
ist ja beides. Er ermächtigt zum Reisen und gleichzeitig ist er auch ein Instrument der Kontrolle. Also da haben sich dann schön langsam einheitliche Regeln entwickelt, wie so ein Pass auszuschauen hat. Formulare sind dann aufgekommen und auch die Frage, wer erkennt einen Pass überhaupt an? Ja, und es ist sowas aufgekommen, man könnte sagen, mit der Herausbildung auch der Staatsbürgerschaft, also mit staatsbürgerlichen Rechten, dass man Egalisierungstendenzen sehen konnte. Also dass diese verschiedenen Bedingungen, unter denen Menschen reisen oder auch nicht reisen konnten, angeglichen wurden, sodass also jeder Bürger reisen konnte. Und das war begleitet damit von Anbeginn, dass man gesagt hat, man muss eben diese Leute eindeutig identifizieren können und auch kontrollieren können. Und das ist eben ein wesentliches Instrument der Staatlichkeit. So am Rande kann man sagen, hat es einen, wenn man so will, einen, auch schon damals einen Antipass gegeben, den Schuhpass, wo die Menschen, die in ihre Heimatgemeinden verfrachtet wurden, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, die dann natürlich auch ein Ausweisdokument gebraucht haben und das war eigentlich wie der Pass aufgebaut, aber es war ein Zwangspass, der sie eben in die Abschiebung begleitet hat. Ja. Aber auf jeden Fall mit dem Pass, da haben sich, hat sich also etwas herausgebildet, was wir heute selbstverständlich finden, Personenbeschreibung und dann Unterschrift und dann irgendwann Foto und dann eben immer moderner Fingerprint, Iris, Maschinenlesbarkeit und so weiter. Und wenn ich jetzt den Gesundheitspass hernehme, ja, dann hat er auch eine ganz lange Tradition, vielleicht sogar eine längere, eine Tradition der biopolitischen Überwachung, sicher sehr stark entwickelt mit den großen Pestepidemien, die ja im 14. Jahrhundert ganz massive Dezimierungen der Bevölkerung mit sich gebracht haben. Und da sind eigentlich auch diese Begriffe aufgekommen, mit denen wir es ja jetzt auch zu tun haben, wie zum Beispiel Quarantäne oder Lazarett, ja. Das sind ja italienische Begriffe und teilweise auch Örtlichkeiten damit verbunden, weil eben dieser Pestvirus eben über die Seidenstraßen eben vom Mittelmeer dann diese Maßnahmen nach sich gezogen hat und dann auch über die europäischen Transportwege sich sozusagen ein System der Überwachung der Reisen und aber auch der Reisenden, aber auch ihrer Waren eben über Gesundheitspässe herauskristallisiert haben. Ja? Also das da konnte man dann nicht immer, sondern eben dann, wenn diese Epidemien waren, nur reisen, sofern man überhaupt zu reisen befugt war, aber Händler waren das natürlich, wenn man so einen Gesundheitspass vorweisen konnte. Jetzt muss man sagen, diese historischen Seuchen, Lepra oder Pest, Pocken, Cholera, spanische Grippe, wenn ich da so die wichtigsten nenne, das waren natürlich für die Zeitgenossen große Unbekannte mit vielen Massensterben, die sind mit Corona nicht vergleichbar. Ja. Aber auch dort, muss man sagen, war sehr viel von diesen Maßnahmen unwirksam und unverhältnismäßig und hat schädliche Folgen gehabt. Und es waren auch Instrumente zur sozialen Differenzierung. Man hat Sündenböcke identifiziert, die eben den Erreger eingeschleust haben. Das waren arme Zigeuner, auch Juden sind dafür verantwortlich gemacht haben. Also die Geschichte des Antisemitismus ist da eigentlich auch eng damit verknüpft. Ja. Und man kann sagen, also, dass diese Gesundheitspässe, die sich da herauskristallisiert haben, mit der Personenbeschreibung eigentlich dann auch den modernen staatlichen Reisepass vorweggenommen haben. Und wenn wir uns das heute anschauen, dann können wir eigentlich deutlich sagen, dass dieser Gesundheitspass, der ja als biopolitisches Selektionsinstrument eingeführt wird, das drängt diese egalisierenden Tendenzen des Reisepasses an den Rand. Es entwertet eigentlich den Reisepass, die Reisefreiheit, das staatsbürgerliche Recht eben auf Bewegungsfreiheit. Man braucht natürlich weiterhin Reisedokumente, aber wenn man nicht gleichzeitig den Gesundheitspass dabei hat, dann nützt einem das in vielen Momenten nicht. Jetzt kann man sagen, dass ziemlich klar ist, dass der nicht auf Volksgesundheit abzielt, ja, sondern wir sind ja jetzt auch in einem anderen technologischen Zeitalter, was so ein Pass aussagen kann, sondern dass er eben Zugriff auf Daten ermöglichen will, diese digitale Überwachung eben durch den QR-Code, also ein neues Signet, das eben mit dem Pass verbunden ist. Ja. Also das heißt, meine Schlussfolgerung ist, dass also die Tendenz zur Egalisierung des Reisepasses konterkariert wird durch diese Tendenz zur Differenzierung mit dem Gesundheitspass, dass da die Bewegung der Menschen eben selektiert wird. Erstens, wo dürfen sie reisen, aber
viel allgemeiner, welche Orte dürfen sie denn überhaupt betreten, entlang eben von biopolitischen Merkmalen. Ja? Und das kann man natürlich beliebig erweitern, auch auf andere Kriterien, sozusagen welche Bewegungen eben erwünscht sind, welche unerwünscht sind, welche Personen erwünscht und unerwünscht sind. Und zum Abschluss darf ich vielleicht nur einen kleinen, habe ich noch ein paar Minuten oder? Ja, okay. Sagen, wozu sind denn diese Daten überhaupt notwendig, um das auch sozusagen an unsere Debatte hier aktuell anzuknüpfen? Also Daten sind sozusagen der neue Rohstoff, es ist eine Ware, es gibt einen Datenmarkt, da gibt es natürlich verschiedenste Bereiche, wo Daten notwendig sind, um diese digitale Steuerung vornehmen zu können. In unserem Zusammenhang ist eben wichtig, dass diese Daten den Körper als Gegenstand der Kommodifizierung, eben einen Markt das für den Körper erschließen, mit Hygiene, mit Heilung, Gesundheit, mit Optimierung, mit Ästhetik, mit der Möglichkeit eben auch ein Wunschkind so zu haben, möglicherweise das Leben zu verlängern oder sogar ins ewige Leben einzutreten über die Digitalisierung sozusagen der weiß eigentlich nicht genau was, der Hirnsubstanz. Ja. Und ich darf enden, das könnte man natürlich ausführen, das werden wir sicher in der Diskussion auch noch genauer machen, aber mit einem ganz kurzen Abschnitt, da hat es am letzten Sonntag im Kurier einen ganz begeisterten Artikel gegeben, vielleicht haben es eh einige bemerkt, wie der Traum vom ewigen Leben wahr wird. Und da wird eben dann auch gezeigt, im Interview mit so einem Zukunftsforscher, Gabor Jansky, wie das mit dem Medical Food funktioniert, das eben aus dem 3D-Drucker produziert wird. Ja? Also das heißt, das sind Nahrungsmittel, ich zitiere jetzt, ja, die genau die Stoffe, in die genau die Stoffe hineingedruckt sind, die jemand braucht. Wir werden aus verschiedenen Quellen Echtzeitdaten aus dem menschlichen Körper haben. Ich denke zum Beispiel an eine smarte Toilette, wo Sensoren den Bakterienmix messen. Verbinde ich diese Daten mit einer Genomanalyse, weiß ich, wie das ideale Mikrobiom aussehen muss. Die einfachste Konsequenz: in mein Rührei, das aus dem 3D-Drucker eben kommt, werden genau die Wirkstoffe hineingedruckt, die fehlen. Ja? Also von daher ist eben wichtig zu sehen, diese Daten, die werden dann natürlich dann angewandt, eben in diesem Internet der Dinge, in dieser ganzen Welt der Smartheit, ja? Wo die Körperdaten dann eben signalisieren, wie man Produkte individuell zuschneidern kann und auch Handlungsanleitungen geben kann, wie man eben das Leben zu gestalten hat. Ja? Und insofern wissen wir, was wir verhindern wollen. Danke, Andrea. Kurze Info für Leute, die hinten stehen. Hier gibt es noch ein paar Plätze, die noch frei sind. Ihr dürft ruhig reinkommen und euch hinsetzen. Danke. Jesper, bitteschön. Ja, nee. Kann man mich hören? Ja. Oder soll ich auch so machen? Es geht. Gut, also schönen Nachmittag alle. Schön, dass so viele gekommen sind. Danke an die Organisatoren für die Einladung. Ich bin ja kein Historiker, ich bin eher Techniker. Ich werde keinen historischen Abriss machen. Ich habe versucht, Punkte zu sammeln, Thesen oder so, die wir dann vielleicht aufgreifen können in der Diskussion. Und ich greife auch, knüpfe an der Titel hier von dieser Session, vom grünen Pass zur digitale Überwachung, Folgen des Corona-Regimes. Und meine erste These oder mein erster Punkt ist, dass das, was wir jetzt erleben, ist keine Folge von dem Corona-Regime. Es ist fast eher umgekehrt. Also die digitale Überwachung ist sehr, sehr lange vorbereitet. Das wissen wir alle, aber ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich das klar macht. Und mit man, dann meine ich alle in unserer Gesellschaft. Also ganz konkret zu den Pässen. Dieser Idee mit einer Identifikation, da gibt es ja diese ID 2020, ein Konsortium, das sowas vorantreiben will. Das hat angefangen 2015 oder sowas, also lange vor Corona. Da gibt es diese Programme mit Known Traveler, alle möglichen Sachen in dieser Richtung. Also sowas ganz konkret gibt es ganz lange.
die Digitalisierung und für mich, also ein sehr schwammiger Begriff, aber für mich ist das weitgehend synonym mit einer digitalen Überwachungsinfrastruktur und nicht viel anders. Das ist ja auch etwas, was wir lange kennen. Wir hatten ja diese Wirtschaftsministerin, die ständig von Industrie 4.0 geredet hat. Das war auch in den Mitte der 2010er Jahren. Und also das ist lange und wir sind lange vorbereitet. Andere Sache, was auch lange in der Mache ist und in Richtung digitale Überwachung und auch nur möglich ist mit einer digitalen Infrastruktur, ist die Bargeldabschaffung. Ein altes Projekt, wir kennen ja alle die Zahlkarten und das geht ja weiter und weiter, ist lange da. Und was passiert ist, mit Corona hat das ja alles einen wahnsinnigen Aufschub gekriegt. Also es hat sich wahnsinnig beschleunigt in den letzten 2 Jahren, so dass man fast die Gedanke bekommen könnte, dass Corona eher installiert worden, um diese Sachen zu beschleunigen. Und wenn das so ist, dann kann man sicher die Frage stellen, was kommt dann noch? Was braucht man noch? Also kommt ein Zero-Covid oder was kommt an anderen Sachen, um diese Projekte voranzutreiben? Das, denke ich, ist sinnvoll, sich im Kopf zu behalten. Interessanterweise für mich, der Krieg im Moment wird ja nicht verwendet, soweit ich es sehe, für die Überwachung zu beschleunigen. Der dient anderer Zwecke. Vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht kann man das aufgreifen. Noch letzter, zu dieser Punkt hier. Vieles hat ja angefangen mit 9-11. Hat ja eine starke Überwachung, also auf jeden Fall also mit Reisen, aber auch visuell hat angefangen. Und wie gesagt wurde von Philipp, glaube ich, diese Sachen sind ja nicht weggegangen. Und das ist auch daher zu erwarten, dass vieles von jetzt, was sich jetzt verfestigt und installiert, wird auch nicht weggehen. Gut, mein nächster Punkt ist folgendes, also Überwachung ist immer auf der Höhe der Zeit. Und was heißt das? Also das heißt ja, die Überwachung, die wir jetzt erleben, ist digitale Überwachung und daher ist es sinnvoll zu wissen oder gut zu wissen, was sind die digitalen Möglichkeiten. Und das wäre so ein Punkt, wo die Technischen Universitäten eine Rolle hätten, um die Studierenden, die Menschen ein Gefühl zu geben, was sind eigentlich die digitalen Möglichkeiten überhaupt. Wir machen uns das im Alltag nicht bewusst, wie fantastisch sich unsere Infrastruktur, also wir können mit allen kommunizieren über die ganze Welt, in Windeseile, wir können Daten speichern, wir können Daten aufrufen, all dieser Dinge, das ist ja entstanden innerhalb von den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist vielleicht gut, ein Gefühl zu haben, was wirklich dahinter liegt und was möglich ist und auch was nicht möglich ist. Ein paar Punkte, Sachen, die sich in den letzten Jahren besonders entwickelt hat, ist Fortschritte in der Visual Computing, also Mustererkennung, Gesichtserkennung und sowas. Und das wird ja auch flächendeckend eingesetzt. Was kann man nicht? Wie mächtig sind diese Werkzeuge? Und die sind sehr, sehr mächtig. Ein anderes Feld, was enorme Fortschritte erfahren hat in der Informatik, ist sowas wie Textanalyse. Und mit Textanalyse meine ich sowas wie die ganze Welt ist ein Text. Also das Umgehen mit unstrukturierten Daten, wo Algorithmen, sagen wir in Anführungszeichen, sinnvolle Informationen aus sehr unstrukturierten großen Datenmengen heraus saugen können. Das ist entstanden in den letzten 20 Jahren und wird jetzt voll eingesetzt. Zum Guten und zum Schlechten. Also wir surfen ja alle rum mit Google und was weiß ich. Und was da dahinter steht, ist eine ganz enorme Leistung und auch Rechenleistung. Auch, dass man Daten analysieren können in sozusagen in Real-Time. Also die Daten rauschen vorbei und werden ständig analysiert. Auch dieses Feld hat einen enormen Anstieg oder einen enormen Fortschritt erlebt in den letzten 10, 15 Jahren. Also es ist ein recht neues Feld in der Informatik, aber jetzt von entscheidender Bedeutung. Natürlich sowas wie KI, ein sehr merkwürdiger Begriff, also eigentlich ein sprachlich ein Missgeburt, sowas gibt es nicht nach meiner Meinung, aber das ist ja ein Schlagwort und da ist es auch gut und wäre sozusagen unsere Aufgabe, Menschen zu erzählen, was können diese sogenannten KIs und was können sie eben nicht. Gut, Überwachung, wie wird das motiviert? Das wird immer zu unserer Wohle motiviert. Ja? Also 9-11, wir müssen ja den Terrorgefahr bannen, ja. Jetzt geht es um Krankheit oder Gesundheit, eine angebliche Gesundheitsgefahr und wir wollen euch ja alle helfen mit irgendwas, wir müssen dieser Gefahr. Früher war es Schutz,
also sowas wie Pornografie und Sachen im Internet, da müssen wir schützen, also müssen wir die überwachen. Dieses Argument ist nach meiner Meinung besonders perfide. Man nimmt sozusagen das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann und schiebt das hier vor, um eine Überwachung, die ganz anderer Zwecke dient, zu rechtfertigen oder einzuführen und schmackhaft zu machen. In den letzten Jahren, auch vor Corona, war ja diese Sachen mit den Upload-Filtern, Fake News, all dieser Dinge, da läuft ganz lange, aber hat mit Corona einen riesen Anstieg erlebt. Ja. Überwachung, da gibt es mehr Formen, zwei sicher, also der direkte Überwachung, das wäre das sowas wie die Pässe, die etwas, was wir zeigen müssen, was wir wissen, dass wir überwacht werden, aber da gibt es ja viel schlimmer indirekte Überwachung. In der Corona-Zeiten war ja die Contact Tracing da, man weiß es eigentlich nicht, aber im Hintergrund technisch läuft eine Menge Sachen ab, so dass man mittels unserer Geräte oder was manche von uns oder von euch rumtragen, sehen kann, was wir so gemacht haben und wir werden dadurch überwacht, ja. Allgemein Tracking von das, was wir machen im Alltag, zum Beispiel mittels unser Auto oder sowas, ist ja eine indirekte Überwachung, was sich enorm gesteigert hat. Ja? Auch hin zur konkreten Spionage findet ständig statt. Ja? Hier kommt natürlich das Problem mit all diesen Daten, die gesammelt werden. Wo sind diese Daten und wer kontrolliert diese Daten? Und was können wir selber als Bürger überhaupt damit tun? Ja, warum ist Überwachung so schlimm? Das war ja doch alles nur gut. Also Überwachung dient nach meiner Meinung immer Kontrolle. Mit den Pässen ist es eine explizite Kontrolle, eine Verhaltenskontrolle. Du darfst das, aber das darfst du nicht und jetzt darfst du das, aber morgen nicht. Aber viel schlimmer impliziert durch diese Überwachung ist natürlich die Verformung von uns, also die Gedankenkontrolle. Und da kommen wir hin zu der direkten Zensur. Irgendwas wird gedanklich verboten. Das ist schlimm genug, das erlauben wir alle, erleben wir alle, das nimmt zu. Und viel schlimmer ist die Formung, die uns vielleicht gar nicht klar ist, also dieser Notching. Irgendwas können wir gar nicht mehr denken, weil wir Daten irgendwie präsentiert kriegen, sodass das nicht möglich ist. Fast letzter Punkt. Es gibt keinen Datenschutz. Es gibt keinen Schutz. Das ist was Neues mit der digitalen Überwachung. Wir können Gesetze haben und all möglichen schön klingende Sachen, dass unsere Daten doch anonym sind, hier und da, aber sowas gibt es nicht. Die digitale Überwachung, das ist eine umfassende Protokollierung von was stattgefunden hat und die Daten sind da und die gehen im Allgemeinen nicht weg. Da sehen wir ja ständig irgendwelche Hackerangriffe, die Daten waren dann doch da, die waren doch nicht anonymisiert. Man kann doch was mitmachen. Und viel schlimmer sehen wir ja auch, die Gesetze ändern sich plötzlich. Plötzlich ist es dann doch erlaubt, da reinzugucken oder das mit das zu verbinden und so. Und das muss man sich klar machen. Da gibt es sowas wie Datenschutz nicht. Was soll man dann daraus machen? Woran wird das Ganze scheitern? Also ich denke, da können die Historiker vielleicht was sagen. Überwachungsdiktaturen, die sind immer irgendwie wieder verschwunden. Und warum ist das so? Also erstens denke ich, es ist wegen der absoluten Ideenlosigkeit und Mangel an Kreativität in solche Regimen, dass der fällt einfach irgendwann von selber. Der zweite Punkt, das ist vielleicht handfester, das ist die Ressourcen. Also mit der Digital, da wird ja auch viel geredet über digitalen Twins oder sowas. Man verdoppelt das, was man tut oder verdreifacht oder vervierfacht, weil man muss da immer auch die Überwachung überwachen und. Das verschlingt Ressourcen und auch Energie. Ganz konkret ist das ja jetzt ein Problem. Es verschlingt enorme Ressourcen und irgendwann haben wir diese Ressourcen nicht und das könnte unsere Hoffnung sein, dass es so von sich selber irgendwann aufhört und was anderes kommt. Viele von diesen Überwachungsmaßnahmen, das sehen wir ja ganz konkret mit Corona, sind ja auch nicht effektiv. Die führen nicht zu dem angeblichen Ziel. Auch das könnte ein Grund sein, warum das dann doch irgendwann verschwinden werden. Was wir selber ganz konkret tun können, denke ich, ist einfach dieser digitale Überwachung uns zu entziehen. Und das heißt als Punkt 1, das Handy einfach wegschmeißen. Dass man dieser Dinger, ich meine das ganz ernst, dass man dieser Dinger ganz gezielt oder nicht benutzt, das verformt die Gedanken und alles, was wir tun über diese Geräte, ist irgendwo protokolliert und irgendwann wird es gegen uns eingesetzt werden können. Und das heißt natürlich auch rein gesetzlich müssen wir uns dafür einsetzen, dass es auch möglich ist zu leben ohne ein
so ein Gerät zu haben oder ein Chip oder was weiß ich, dass man sozusagen auch analog leben können. Und das wird nicht von selber passieren. Das müssen wir erzwingen, dass das so passiert. Politisch, aber auch mit das, was wir in unserem alltäglichen Leben tun. Danke, Jesper. Bitte schön, Peter. Er hat mir das Mikro ausgeschaltet. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Nach der Wissenschaft kommen jetzt die News, wie mir das als Journalist gebührt. Aber ich fange auch ein bisschen historisch an, zwar in der Zeitgeschichte sozusagen 2014. Da gab es eine interessante Geschichte in Kenia, in Nairobi. Da hat die Gates Foundation 11 Millionen Dollar an Mastercard gespendet. Die hatten damals einen Jahresgewinn von nur 3 Milliarden Dollar. Jetzt sind es, glaube ich, bei 10 oder 12. Und das diente dazu, die digitale Zahlung in Nairobi einzuführen. 2017 im Zaatari, das ist ein Flüchtlingslager in Jordanien an der syrischen Grenze. Meine Tochter hat dort gearbeitet, 80.000 syrische Flüchtlinge waren damals dort, Kilian Kleinschmidt, damals ein Österreicher Leiter des Lagers. Da haben sich Strukturen herausgebildet wie SUKS. Die Leute haben dort eingekauft, es haben sich Leute gefunden, die angebaut haben, Waren herbeigeschafft haben etc. Das hat nicht gepasst. Da hat man zwei Konzerne, Lebensmittelkonzerne geholt, die dort Supermärkte eingerichtet haben. Und dann hat man 50 Dollar aufgebucht auf ein Konto pro Person. Und dann ist man hingegangen und mit Iriscan hat man bezahlt. Natürlich hat sich das sofort durchgesetzt gegenüber den Souks. Nicht in allen Souk ist ein Markt, ein arabischer Markt, Entschuldigung. Also man sieht, der zweite Bereich, wo also digitale Zahlungssysteme und digitale Systeme erprobt worden sind in Gegenden, wo Leute sind, die sie eigentlich nicht wehren können, wie das in dem Lager der Fall war, oder die schlecht nicht ausreichend informiert werden. Ebenso 2018 in Westafrika hat man den Gavi Mastercard Wellness Pass ergänzt. Ich meine, das klingt schon irgendwie absurd. Hat man den Gavi Mastercard Wellness Pass ergänzt um das Trust Stamp. Da ging es darum, dass man einen sicheren digitalen Ausweis schaffen wollte für Impfungen, Reisen etc. 2018, ja, der unabhängig war von Internet. Internet ist in der Westsahara nicht wirklich allgegenwärtig. Und damit man weiß, ob jemand wirklich geimpft ist, braucht man also diesen Wellnesspass mit der Trust Stamp. 2021 in Nigeria wurde angeordnet, dass SIM-Karten nur mehr dann besessen werden dürfen, wenn man sich digital identifizieren kann. Das waren, weiß ich nicht, ungefähr ein Drittel bis 40% oder was der Nigerianer waren davon betroffen. Hat natürlich nicht funktioniert. Also da haben die Systeme offensichtlich einfach nicht funktioniert. Und das hat man jetzt verschoben. 2022, vor, ich glaube, 2 Monaten oder so, hat Mastercard bekannt gegeben, dass sie ein System für den Handel anbieten, wo man beim Rausgehen aus dem Supermarkt einfach entweder mit dem Fingerabdruck oder durch Hinschauen, Gesichtserkennung oder Iris-Scan bezahlen kann. Tatsächlich gibt es dieses Modell schon ein bisschen länger und ausgefeilter, und zwar von Amazon. Die haben in San Francisco, wenn ich mir recht entsinne, einige Stores eingerichtet, die voll bestückt waren mit Kameras. Und
Wenn ich dort was aus einem Regal genommen habe, wurde mein Gesicht erkannt. Das, am Ort, wo es herausgenommen ist, also festgestellt, welches Produkt. Das hat man in das Card gelegt und ist einfach durchgegangen und ist dann rausgegangen, ohne zu bezahlen, weil die Bezahlung eben vollautomatisiert, also wirklich mit künstlicher Intelligenz funktioniert hat. Wer da wen betrügt, ist nicht ganz klar. In Österreich gibt es das Projekt ID Austria. Da soll auch Führerscheindaten, Pass, Gesundheitsdaten und Ähnliches zusammengeführt werden. Ich habe gerade vorher von meinem Kollegen Thomas Ois Müller einen Bericht auf TKP.at gelesen, der gerade vorher online gegangen ist, dass das Projekt vertagt wurde, weil das war bei der Frau Schramböck angesiedelt. Und ist ins Finanzministerium verlegt worden, da gibt es einen Staatssekretär, der heißt, glaube ich, Turkowitz oder so ähnlich. Keine Ahnung, die wechseln so häufig, dann merkt man das einfach nicht mehr. Ja, und der muss das jetzt neu evaluieren, aber kommen wird es, also keine Sorge, es wurde einem schon, ich habe also von mehreren Lesern erfahren, dass es den Leuten schon aufs Auge, dass die beim Passamt mal versucht hat, es den Leuten aufs Auge zu drücken, ne? Also dass sie da mitmachen bei dieser ID Austria. Grundsätzlich ist es diese ID 2020, die der Jesper schon erwähnt hat. Beteiligt sind da überraschenderweise Microsoft und Accenture und Firmen like that. Also man kann sich vorstellen, was da dahinter steht. Ich kenne das auch als ID UK. Das wurde propagiert, dass man, und das gibt es seit April, ist das glaube ich online, das wurde propagiert von der Regierung als gut für Landlords und Arbeitgeber, weil sie da sofort mit einem Scan feststellen kann, ob die Person das Right to Rent hat, also das Recht, eine Miete, ein Mietverhältnis einzugehen. Also digitale ID ist die Voraussetzung, dass du wohnen kannst. Und zweitens das Right to Work für den Arbeitgeber, für den Unternehmer. Also du musst dich digital ausweisen und der hat die Möglichkeit zu kontrollieren, ob du möglicherweise Gewerkschaftsmitglied bist oder irgend sowas, was also eher unzuträglich ist für die Arbeitsmoral. Also, und das ist Realität im UK. Also das ist nicht irgendwie ferne Zukunft oder so. Das hängt auch damit zusammen, was sich die WHO als Impfpass vorstellt, unsere Weltgesundheitsregierung. Die haben am 27. August 2021 haben sie ihren Draft veröffentlicht, den freundlicherweise finanziert haben die Regierung von Estland, die Regierung von Kuwait, die Rockefeller Foundation, die Gates Foundation und die Foundation Botna. Und da wurde also festgelegt, also es ist geplant für ab dem sechsten Lebensmonat soll das jeder Weltenbürger haben. Und das, in dem Dokument stand auch drinnen, was also da drinnen sein soll. Also erstens einmal natürlich Gesicht, Iris, Finger, alle Fingerabdrücke, also biometrische Merkmale der Person. Dann Ethnizität, Rasse, Religion, Gesundheitsdaten, was andere Leute über die Person zu sagen haben, das steht wirklich so drin und das klingt irgendwie unglaublich. Ne? Ja, und natürlich sonst, also Beschäftigungsdaten, Wohnhistorie etc. Dient aber nur sozusagen der Gesundheit, weil es gibt ja viele Menschen, die in Afrika oder sonst irgendwo in armen Gebieten unterwegs sind und die nicht ordentlich medizinisch versorgt werden können, obwohl wir auf dem WEF-Tagung ja auch gehört haben von Pancel, dem CEO von Moderna, dass es ja Pillen geben wird, die ein kleines Chip enthalten und dann kann man feststellen, hat er die geschluckt oder nicht. Ne?
Also das ist dann ganz praktisch, also auch für die Überwachung, wird über 5G, kann man das dann leicht abfragen. Ne? Übrigens, Gesichtserkennung kann man sich anschauen in Schwechat. Wer in ein Nicht-Schengen-Land ausreist, kann sehr bequem zuerst mal den Pass auf ein Lesegerät mit dem Gesicht oben auf oder weiß ich nicht, glaube ich, ist notwendig. Und dann geht man durch und das Gesicht wird erkannt, das sieht man. Und die Tür öffnet sich und du kannst Richtung Flieger gehen. Also das ist auch bei uns schon Realität. Wozu dient das Ganze, diese eindeutige Identifizierung? Wir wissen, dass in Österreich alleine 67 Milliarden Euro rausgeschmissen worden beim Fenster für Tests, Impfung, bla bla, alles rund um Covid in den letzten 2 Jahren. Weltweit sind das Trillionen von Euro und Dollar. Also das Finanzsystem ist in einer fürchterlichen Schräglage. Der Professor Fabio Wigi hat ein paar ganz interessante Analysen dazu geschrieben, wie also das Finanzsystem praktisch am Zusammenbruch ist. Es gibt weltweit massive Vorbereitungen für digitales Geld als Ersatz des Bargelds. Es gibt den digitalen Rubel, wird vorbereitet. Es gibt den digitalen Dollar, wird vorbereitet. Es gibt den digitalen Yuan, wird vorbereitet. Also es kommen sehr bald digitale Gelder. Wie funktioniert das? Das wird ausgegeben von der Zentralbank und mit meinem biometrischen Ausweis, mit Gesicht, Fingerabdruck etc. kann ich mich eindeutig anmelden und dann bekomme ich Geld, sofern das Sozialkreditsystem das zulässt. Da gibt es gerade ein Beispiel aus China. Da wollten Leute zu einem Protest, zu einer Protestversammlung reisen, weil man ihnen, ich weiß jetzt nicht genau, was der Grund war. Jedenfalls hat man Geld gesperrt, ja, genau. Nur wurde dann leider also eben die Reise nicht ermöglicht, weil das Sozialkreditsystem für Reisen auf Rot war. Also dazu braucht man natürlich also diesen digitalen Ausweis. Und das gibt die eindeutige Identifizierung, die notwendig ist für die Kontrolle mit den kanadischen Truckern, die in Montreal, Canberra blockiert hatten. Da hat man es versucht mit Kontosperrung. Ne? Die hatten aber noch Bargeld. Das war der Ausweg. Ist das Bargeld weg, weil es nur mehr digitales Geld gibt, dann geht das alles nicht mehr. Ne? Und damit versucht man, die wirkliche totale Kontrolle über die Menschen zu erreichen. Und das geht weit über das hinaus, was wir an Impfungen, Gesundheit und so weiter, was sich rundherum abspielt. Und jetzt, Covid, ist eine wunderbare Gelegenheit, uns zur Impfung zu zwingen und zu sagen, hallo, du musst nachweisen, dass du geimpft bist, du musst nachweisen, dass du eine geringe epidemiologische Gefahr bist, was das sein soll, weiß ich zwar nicht genau, entweder ist man gesund oder krank, es gibt verschiedene Stufen der Krankheit, okay, aber das ist eine Form der Gewöhnung an diese digitale Überwachung und dazu, das ist einer der Gründe auch meiner Meinung für diese Impfkampagne, abgesehen davon, dass das Geld zu Pfizer und zu Vanguard und BlackRock etc. rübergeschoben wird. Ich glaube, das war es eigentlich. Das reicht. Danke für die Impulsvorträge, sehr interessant. Wir fangen mal mit einer laxen Frage mal an. Und zwar hat es mich schon immer interessiert und für andere, warum heißt der grüne Pass grüner Pass? Ich habe gedacht, das ist nur in Österreich so, grüner Pass, auf einmal höre ich, das heißt Green Pass überall, irgendwo. Und wisst ihr, woher das kommt, warum sich die Welt darauf geeinigt hat? Grün ist eigentlich eine Assoziation mit Natur.
Aber auch mit Gesundheit. Grün ist im Sonnenspektrum die Farbe, die sozusagen am meisten vorkommt. Also da sind wir am aufmerksamsten drauf. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum rundherum alles grün ist. Und weil halt sozusagen Natur, und das ist was Gutes und was Positives. Also ich glaube, dass das der Hauptgrund ist. Also ich habe da eine andere Hypothese. Ich nehme nicht an, dass es Gaddafi folgt, der mit dem grünen Buch, weil es ist nämlich auch der Islam grün, eigentlich die libysche Revolution in diese Farbe eingehüllt hat. Ich glaube eigentlich eher, dass es so ist, dass wir doch eigentlich auch eher bei grün über die Ampel gehen und bei rot stehen bleiben. Und insofern ist es ein Ampelsystem, das da übernommen wurde. Das ist einfach eine Konvention. Man hätte da auch andere Farben nehmen können und vielleicht gibt es da auch psychologische Hintergründe, warum man rot und grün eingeführt hat. Ja. Aber soweit ich das verstehe, ist dieses Ampelsystem ja in diesem chinesischen Sozialkreditsystem getestet worden, wo man ja alle möglichen Verhaltensdaten eben speichert über die Menschen und dann Kriterien entwickelt, wie sie sich bewegen können und wie sie auch ihren sozialen Aufstieg machen können. Und dann eben diese drei Ampeln, also bei grün und gehen und bei gelb und rot eben nicht an diesen Dingen teilhaben zu können. Und dieses Ampelsystem hat ja eigentlich in die Corona-Ampel totalen Einzug gefunden. Also ich würde das eigentlich auf dieser banalen Ebene erklären und nicht zu stark in die Farbpsychologie eingehen. Also ich habe das gesehen, ich war Oktober vorigen Jahres in Aqaba in Jordanien und 3 Kilometer entfernt von dort, wo ich war, standen, das ist Israel, und dann standen auf der Autobahn Schilder rechts grün, dort ist man mit einem gültigen grünen Pass durchgefahren und links rot, da ist man angehalten worden ohne grünen Pass. Also man sieht, dass das religiös völlig unabhängig ist offensichtlich. Gut, da haben wir das teilweise geklärt. Und was meint ihr, zu welchem Grad hat der grüne Pass zur Verschärfung der Überwachung beigetragen? Naja, eigentlich, wir haben da jetzt viele Aspekte besprochen schon. Noch näher, ja. Was der Peter gesagt hat, glaube ich, mit der Gewöhnung ist einfach ganz wichtig. Ja, also das wird das halt einfach, das ist jetzt einfach, viele haben sich daran gewöhnt, wir hier offenbar nicht. Ja. Das ist ja irgendwie auch gut. Ja. Ich habe auch mal zu jemandem gesagt, der mir vorgeschlagen hat, dann und dann könnte man die Maske tragen, man gewöhnt sich schnell daran, habe ich gesagt, ich möchte mich nicht an alles gewöhnen. Ja. Also das heißt, es gibt offenbar auch Widerstand, sich an Dinge zu gewöhnen, aber ich finde dieses Bild mit dem Frosch im Wasser irgendwie ganz, ganz passend irgendwie, ja, dass dann halt langsam die Temperatur hochgedreht wird und am Ende ist er halt dann verbrutzelt. Ja. Aber eigentlich haben wir die Aspekte, finde ich, recht umfangreich irgendwie erklärt, oder? Also wir werden das im Herbst sehen, ob es wirklich zum Tragen kommt. Also man kann das sich vorstellen hier in Österreich, dass diese Maßnahmen über den grünen Pass laufen werden. Und da muss man sagen, dann schlagt dann die Überwachung voll zu. Du kannst gewisse Sachen machen und du kannst sie nicht machen anhand von diesem Pass. Und also es wird vorbereitet, es ist da und wir müssen uns daran gewöhnen. So ist die Gedanke. Also das ist schon ein Akzent, was damit gesetzt worden ist. Also dass ganz physisch dieses Ding jetzt da ist. Ab Ende Juli soll es ja vereinheitlicht sein in der ganzen EU. Na, es wurde diese Woche vom Parlament beschlossen mit 414 zu 111 Stimmen oder so irgendwas in der Gegend bei 20 Enthaltungen, dass der grüne Pass um ein Jahr bis Ende Juni 2023 verlängert wird. Also das Covid-Zertifikat heißt das, glaube ich, offiziell. Ne?
Es ist jetzt noch formal ja die Zustimmung vom Rat notwendig und dann muss verlautbart werden und dann gilt es. Ne? In Österreich wird es vermutlich, also wie in den meisten anderen Ländern, 1:1 übernommen. Ich bin übrigens nicht so optimistisch bei der Abschaffung der Impfpflicht. Ich glaube einfach, dass man das der österreichischen Bundesmarionettenregierung, dass man das angeschafft hat. Heute sind die zwei Herren Soros da beim Schallenheim. Mückberg. Wurscht. Also ich glaube, dass man das denen angeschafft hat. Ne? Es gibt ein Programm von der EU, das ist am 27. April in einer Erklärung von der Leyen veröffentlicht worden, wo drinnen steht, es müssen die Ungeimpften geimpft werden, es müssen die Kinder geimpft werden, es muss geboostert werden, es muss intensiviert werden, es muss für die nächsten 9 Jahre neue, innovative Impfstoffe bestellt werden und dafür müssen die Kapazitäten geschaffen werden in Europa. Also das ist alles nachzulesen. Ne? Und ich glaube, dass die österreichische Bundesregierung, denen hat man einfach gesagt, da gibt es Agenturen, die das machen, Accenture etc., die für die WHO arbeiten. Und ich sehe das immer wieder, ich lese verschiedene Zeitungen aus verschiedensten Ländern und das kommt immer so zeitgleich. Ne? Das Pferdewurmmittel, die Vitamin-D-Studie, bla bla und so weiter. Das kommt immer zeitgleich in Luxemburg, in Brasilien etc. überall, nicht? Weltweit. Das wird durchgezogen. Und ich glaube, dass man denen gesagt hat, hallo Freunde, hört auf mit euren Sonderweg. Die EU hat eh bekannt gegeben, was wir machen im Herbst und bitte ordnet euch da unter. Und da ist der grüne Pass bzw. das Covid-Zertifikat ein Schlüssel dabei, weil die Verkehrsbeschränkungen, die ja bei uns im Gesetz drinnen stehen, die sind durchsetzbar nur damit. Ne? Und deshalb, ja. Na, ich würde diesen Begriff grünen Pass als Oberbegriff sehen für alle möglichen Ausweisdokumente, die eben auf dieser Ebene des Gesundheitschecks erlauben. Ja, bitte, macht es lauter. Also der grüne Pass ist ein Oberbegriff für alle möglichen Ausweisdokumente, die auf diesem Gesundheitscheck, also auf diesen biopolitischen Maßnahmen beruhen. Meiner Meinung nach sind diese ersten Apps, Corona-Apps, grüne Pässe gewesen. Da hat man halt den Begriff noch nicht verwendet. Und die waren auch freiwillig, aber trotzdem waren die ja etwas, was uns eingewöhnt haben, in das, dass man sich eben ausweisen kann, um bestimmte Dinge machen zu dürfen oder nicht, am sozialen Leben teilhaben zu können, bestimmte Orte zu betreten. Und ich meine, im Prinzip ist natürlich jeder PCR-Test eben diese 24 Stunden lang oder wie lange halt es jeweils gesetzlich vorgeschrieben war, ein grüner Pass gewesen. Ich habe auch eine Zeit lang mein Genesungszertifikat eigentlich als grünen Pass begriffen. Wenn das beim Reisen so war, dass man eigentlich in ein anderes Land nur einreisen konnte oder auch ins eigene zurück, wenn man diese Pre-Travel Clearance ausgefüllt hat, also diese Formulare, die man sich runterladet, um eben alle möglichen Fragen zu beantworten, wo man vorher gewesen ist und so weiter. Das sind ja alles grüne Pässe. Und eigentlich ist es sehr ähnlich wie bei der Herausbildung des Reisepasses. Da hat man nämlich auch über mindestens 100 Jahre lang verschiedenste Dokumente sozusagen als Reisepass verwenden können, bis das vereinheitlicht wurde. Und insofern erleben wir eben jetzt auch diese Vereinheitlichung dieses grünen Passes, auf dem dann eben auch die Frage ist, wie viele Daten können denn da noch zusätzlich geladen werden können? Ne? Und nach welchen Kriterien entscheidet man, welche Türen er denn eigentlich öffnet? Ne? Weil Pass ist ja eigentlich ein Türöffner. Ne? Und das ist eigentlich das Absurde bei dem grünen Pass, weil er den Begriff des Türöffners eigentlich positiv verwendet. Ja? Und in Wirklichkeit ist es ja ein Türschließer, wenn man die entsprechenden Kriterien nicht hat. Ja? Aber ich finde, dass der grüne Pass nichts Bestimmtes ist, sondern diese Tendenz, die da in einer sich zunehmend verfestigenden Form uns aufzwingt. Ne? Nein? Gut. Ich wollte aufgreifen, so ein paar Sachen zu Überwachung. Also vielleicht auch was Neues oder Interessantes jetzt ist, das ist ja kein Überwachungsstaat.
Das ist ja nicht der Staat, der uns überwacht, das sind alle möglichen anderen. Also dieser Pässe zum Beispiel, wie es Peter oft sagt, die werden ja so in Public-Private Partnerships entwickelt. Das sind die Firmen, die IBM, Accenture, was sie alle beteiligt, die machen das. Der Gavi, der Bill Gates, alle möglichen anderen, das sind nicht der Staat, das ist irgendwas anderes, was völlig außer unserer Kontrolle liegt und wo wir keinen Zugriff haben. Und wir wissen ja, was du auch sagst, Andrea, also mit diesen Daten, was ist uns jetzt erlaubt, was nicht, warum, das können wir gar nicht wissen. Das wird irgendwo anders entschieden, wo wir keinen Zugriff haben. Außer diesem, also mit diesem grünen Pässe, das wird so in der Presse, ja, jetzt haben wir es, das soll übermorgen in Kraft treten. So funktioniert das nicht. Das ist sehr viel Arbeit, so eine Infrastruktur zu entwickeln. Und IBM hat nicht die Kapazität, das bis übermorgen zu machen. Daran haben sie schon jahrelang gearbeitet und die haben nur gewartet auf den Startschuss, dass jetzt das passieren darf. Und da war Covid ja eine gute Sache. Wie lange schätzt du ein, bis die Infrastruktur so weit ausgebaut haben, dass es soweit ist? Ja, also diese Firmen haben ja große Kapazitäten, viel Geld, also und wissen zum Teil schon, was sie tun. Also die haben sicherlich 3, 4, 5 Jahre daran gearbeitet, würde ich denken. Und wann es wirklich funktionieren wird, also das ist ja auch eine Hoffnung, die wir haben können, dass es technisch nicht so gut funktionieren werde. Also hieß es, Kaufhof Österreich ist ja kläglich gescheitert. Diese österreichische App da, wie es hieß, Corona-App oder wie auch immer, ist gescheitert, heißt es in Deutschland, da ist es ja auch gescheitert, weil wir einfach technisch so unfähig sind. Aber IBM und die Firmen da, die sind vielleicht nicht so ganz so bescheiden im Kopf und mal sehen. Kann ich da kurz anschließen, was Jesper gesagt hat, zwei Dinge, die ich da interessant finde. Erstens, dass eben mit der, ich sage jetzt mal mit dieser, so. Mit dieser Wurschteldiktatur, wie ich irgendwie immer sage. Ja. Also es scheitert dann einfach, es klingt alles wahnsinnig bedrohlich und Überwachung und so weiter, aber am Ende klappt es dann auch irgendwie Gott sei Dank nicht so gut, wie man irgendwie glaubt oder wie man befürchtet. Das finde ich immer ein bisschen beruhigend. Ja. Also es ist, glaube ich, das ist schon auch wichtig, dass man das erkennt, dass da immer ganz viel Gewurschtel und Unfähigkeit einfach vorhanden ist, bei allen irgendwie, ja, also in der Politik genauso wie in den Unternehmen und im Journalismus und so. Deswegen sind diese, wie stark das dann wirklich konzertiert ist, ist dann immer so die Frage, ja, weil ganz viel Unfähigkeit auch da ist. Was ich interessant finde bei diesen, weil du gesagt hast, IBM und halt diese Konzerne, also wo wirklich große Konzerne dann dabei sind, da gibt es eigentlich schon Tendenzen, ich sage irgendwie so ein bisschen neo-absolutistische Tendenzen, dass dann so CEOs quasi wirklich wie so kleine Feudalherren irgendwie werden. Ja? Also in den USA, mir ist leider der entfallen, wo das genau ist. Da gibt es zum Beispiel eine Stadt, die wird von einer, also eine recht, also eine Kleinstadt, und die ist von einem CEO quasi wirklich gesteuert. Ja? Also der hat die ganze Infrastruktur gebracht, der hat irgendwie alles, und das ist wie so ein Feudalherr, der da irgendwie über seine Untertanen herrscht und ihnen aber natürlich alles gibt und bietet irgendwie. Und das ist, glaube ich, schon eine neue Tendenz, weil eben Jesper gesagt hat, dass es nicht der Staat oder die Regierung sind, sondern diese Konzernchefs und so. Und da, glaube ich, muss man schon besonders hinschauen. Ja. Zum, wie das entwickelt wird, kann man ergänzen. Die WHO hat vor 2 oder 3 Monaten, also jedenfalls Anfang dieses Jahres, einen Auftrag für vergeben für die Entwicklung von Schnittstellen für den Impfpass, für das digitale Welt-WHO-Zertifikat, und zwar an die deutsche T-Systems originellerweise, eine Tochterfirma der T-Mobile bzw. der Deutschen Telekom. Und vielleicht noch als Randbonbon dazu, der Staat, der derzeit am meisten Geld für die WHO ausgibt, ist Deutschland. Und Deutschland verdient da sehr gut über BioNTech, und CureVac steigt jetzt auch ein. Die kriegen einen Auftrag von Deutschland. Also das, was die EU macht, was ich vorher erzählt habe, mit den
innovativen Impfstoffen, wo dann die Variante BA25 plus der neueste Grippevirus etc. mit gleich verimpft werden. Also die Deutschen verdienen da massiv dran, interessanterweise, und zahlen auch dafür, lassen sich die Aufträge geben. Also da gibt es also in unserem Nachbarland ganz enge Verflechtungen. Ganz interessant auch noch dazu, wo schlägt dann die Zensur zu? Das heißt Zensur von den Digitalunternehmen, also sprich YouTube, Google, Twitter, Facebook und in der Zwischenzeit eine Reihe von Medizinmedien. Zum Beispiel Nature, eines der größten Medien, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie also keine Artikel mehr zulassen werden, die jemanden schaden können oder die Hate Speech enthalten, interessanterweise. Also sozusagen, du wirst als getrimmt drauf auf Selbstzensur. ResearchGate löscht konstant Artikel, zum Beispiel den Artikel von die Studie von Luc Montagnier, immerhin ein Nobelpreisträger, zwar verstorben, aber er war an der Studie von Anfang an beteiligt. Da ging es darum, um die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Die haben untersucht, wo diese Prionengenome in den Impfstoffen drinnen sind, beziehungsweise in welchen Varianten des SARS-CoV-2 drinnen war, nämlich von der Wuhan bis Delta. In Omikron ist es interessanterweise nicht mehr drinnen. Das stand in der Studie, die ich habe darüber berichtet, habe es auf Twitter gepostet, wurde auf Twitter endgültig lebenslang gesperrt. Ich bin aber in guter Gesellschaft. Bin aber in guter Gesellschaft, dass Steve Kirsch, ein US-Millionär, der also sehr, sehr intensiv auch kämpft, der wurde ebenfalls wegen dem gleichen Posting praktisch gesperrt. Und ResearchGate hat den Artikel gelöscht. Also man sieht, wie da übergreifend zusammengespielt wird, um zu verhindern, dass also gefährliche Inhalte und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit als Folge der Impfung ist ein wirklich gefährlicher Inhalt für die Impfbetreiber. Ja, Jan David, du hast vorher nach der Stadt gesucht. Ich kann dir da zwar nicht aushelfen, mir ist allerdings eine andere eingefallen, nämlich Detroit. Die ist allerdings nicht aus der Gegenwart, sondern aus in der Zeit, wo die mit Ford groß geworden ist. Und wer sich erinnert, bei der Lektüre von Huxleys Schöne neue Welt, da wird ja auch immer wieder statt Gott sei Dank Ford sei Dank gesagt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also ich will damit auch darauf hinweisen, es gibt ja gewisse Strukturen, die ziehen sich durch die Geschichte und wir schauen uns halt an, wie sie unter den momentanen technischen und auch sozusagen politisch-organisatorischen Bedingungen, welche Gestalt sie annehmen. Aber es ist oft ganz gut, auch zurückzuschauen. Also ich bin zum Beispiel, ich glaube, man kann da schon eine gewisse Klarheit hineinbringen in die Art und Weise, wie Staat und Unternehmen zusammenwirken, damit was rauskommt. Und ich meine, es gibt diesen vielleicht euch nicht so bekannten, aber eigentlich sehr bekannten Österreicher, den Rudolf Hilferding, der hat während des Ersten Weltkriegs sozusagen ein Buch geschrieben, Organisierter Kapitalismus. Und im Krieg kann man ja ganz besonders schön sehen, wie das, was er genannt hat, Finanz, Staat, Monopol, Konzerne, Monopole zusammenarbeiten, wie sich das gegenseitig stützt. Und ich glaube, das können wir jetzt auch sehr schön sehen. Heutzutage heißt das halt Public-Private Partnership, ne? Und es sind da sowohl die Staaten dabei und ihre Bürokratien und Verwalter auf den verschiedensten Ebenen und die Unternehmer dabei, die Profite machen und die Stiftungen, die ja eine Mischung davon sind, wo dann eben auch noch diese Philanthropen, Mäzene sozusagen, kann man sagen, irgendwie adelsartig auftreten, ja, aber gleichzeitig ja auch ihre Unternehmen haben. Also diese Art von Verflechtung, die stützt einander. Und
ich meine, das ist ja ganz wichtig, das aufzuzeigen. Man weiß oft nicht genau, wer sozusagen, wo die Henne und wo das Ei ist. Das kommt eigentlich darauf an, was man für eine grundsätzliche Analyse hat. Also ich als, wie soll man sagen, Materialistin, ich sehe sozusagen eher die Konzerne als die treibende Kraft, die die Staaten vor sich hertreiben. Aber teilweise können die Staaten natürlich sich in dieses Geschäft auch einklinken und auch nicht nur steuern, sondern eben auch direkte Vorteile kriegen. Und insofern darf man sich da, glaube ich, keinen Illusionen hingeben, und ich glaube auch, dass es wenig Sinn macht, zu hoffen, dass sie so ungeschickt sind, wie du meinst, weil die Ungeschicklichkeit und die Unfähigkeit von allen Ebenen, aber natürlich vor allem auch der Politiker, da fällt es uns natürlich mehr auf, weil die Konzerne verbergen ja ihre Unfähigkeit eher, ne? Das kriegen wir dann erst im Nachhinein mit, wenn sie bankrott gegangen sind, ja? Aber wenn sie unfähig sind, nützt uns das ja überhaupt nicht. Das kann ja für uns noch weitere Probleme mit sich bringen, wenn sozusagen die aufgezwungenen Maßnahmen nicht einmal funktionieren, sondern wir uns mit dem Wahnsinn sozusagen des Nicht-Funktionierens auseinandersetzen müssen, ne? Also ich wollte dich, Jan, ein bisschen beipflichten. Also ich glaube schon, dass wir eine gewisse Hoffnung, oder bittere Hoffnung vielleicht haben können, nach der Unfähigkeit. Also dieses Accenture zum Beispiel, was da auch mitmacht, da war ja in den 2000er Jahren also regelmäßig Skandale, und auch das, was sie gemacht haben, war handwerklich einfach nicht gut. Also dass das Ganze aus dieser Grund zerfallen wird. Da gibt es ja auch immer noch so etwas wie Realität, und die Realität wird sich auch durchsetzen. Also viele von diesen Sachen, wovon Klaus Schwab und andere reden, das sind ja Sachen, die, denke ich, gar nicht möglich sind, und das werden diese Leute auch irgendwann einsehen müssen. Also wir sehen es jetzt so im Moment auch mit diesem Impfexperiment, das ist ja dabei, grandios fehlzuschlagen. Das kann man ja auf viele Arten betrachten oder so, aber ich denke, da gibt es schon Leute, die haben daran geglaubt, dass es eine erfolgsversprechende Technologie ist. Und das sieht man ja, die haben sich verrechnet. Das ist es eben nicht, oder das ist meine Meinung. Das ist eine gefährliche und eine wirkungslose Technologie mit riesigen Nebenwirkungen. Und das stellt sich ja jetzt hinaus. Das ist natürlich eine sehr bittere Hoffnung, dass es so scheitern wird. Aber ich denke, die Unfähigkeit soll man auch nicht unterschätzen. Wir müssen zur nächsten Frage kommen. Ich würde gern noch einmal ergänzen, wo ich eigentlich aufgehört habe. Ich habe in der Mitte aufgehört vorher mit dem, dass Leute gelöscht werden von Twitter etc. Ne? Was wäre denn, wenn Hate Speech und Kinderpornografie und gesundheitlicher Schaden verhindert werden muss auf sozialen Medien? Was ist denn eigentlich mit meinen zweiten Accounts auf den diversen sozialen Medien? Habe ja Journalist natürlich. Weil manche Leute sperren mich, und um zu sehen, was die machen, brauche ich einen zweiten Account. Ja, aber den habe ich anmelden können mit einer E-Mail-Adresse. Es wird die Zeit kommen, wo man den digitalen Ausweis dafür braucht. Und dann ist Ende mit mehrfachen Accounts, und dann ist Ende mit unbeobachteter Kommunikation. Und auf das läuft das hinaus, meiner Meinung nach. Und wenn die noch so unbeholfen dabei vorgehen, man braucht sich nur anschauen, was in China passiert, dort passiert das. Genau das. Also du hast jetzt die digitale ID erwähnt, vorher schon das Zentralbankgeld, was überall jetzt langsam umgesetzt wird, ab 2025 wird die EU das auch schon einführen. Fragen kommen danach. Und ich habe einen Punkt vermisst, weil du Mastercard erwähnt hast. 2018 gab es ein Fintech in Finnland, die Duconomy, die haben einen integrierten Carbon-Calculator, die, wenn du was kaufst, automatisch den CO2-Fingerabdruck messen. Und so kann man dann nachher jeden einzelnen Kunden dann nachher limitieren. Und ab 2025 wissen wir, dass Maestro passé ist und Mastercard dann nachher fast jeder benutzt als Debitcard. Und in die Richtung, was da auf uns zukommt, wie wahrscheinlich
haltet ihr, dass wir danach ein Social, so eine Art Social Credit System haben, zum Wohle der Umwelt, der Bevölkerung, zum Schutze etc. der Gesundheit vor allem? Na, es gibt ja schon so ein Pilotprojekt in App-Form in Wien, soweit ich weiß, nicht? Ja. Genau, also von daher. Also es gibt eine ganze Reihe von, in interessanter Weise gehen Städte in Europa voran mit diesen Sozialkreditsystemen. Ich weiß es von Sintra, einer portugiesischen Stadt, der Bürgermeister ist ganz wahnsinnig, hat mir eine Leserin geschrieben, der Bürgermeister ist ganz wahnsinnig drauf, also diese Sachen durchzusetzen. Es ist in Bologna, in Italien, gibt es das Sozialkreditsystem, da ist unser Bericht sogar bis in der Exposé, war das zu finden. Also es gibt immer mehr Städte, die versuchen sozusagen ihren Bürgern Goodies da anzubieten. Außerdem gibt es diese Jö-Karte in Österreich, das sind sozusagen Trainings, die Jö-Karte, der Balfrader bewirbt das. Das sind Trainings-Sessions sozusagen, wie man Leute dazu bringt, in diese Sozialkreditsysteme einzusteigen. Und ich glaube, also, dass das wirklich also die Absicht ist, das zu realisieren. Und das ist, da geht es nicht nur um kommerzielle Sachen, sondern da geht es auch wirklich um Machtausübung. Und die kommt von ganz oben, also von Vanguard, BlackRock, also die Eigentümer der Großkonzerne, sei das jetzt, und da darf man nicht vergessen, das ist Google, das ist Microsoft, das ist Oracle, Tesla, bin ich mir nicht ganz sicher, wer da wirklich der Eigentümer ist, aber das ist die größte Datenkrake, die es überhaupt gibt. Also wir haben mit einem Tesla fort, der liefert seine Daten praktisch also alle ab. Und das ist die gesamte Pharmabranche, das ist die gesamte Lebensmittelbranche, also Lebensmittel war jetzt ein falscher Ausdruck, Nahrungsmittelbranche. Die verdienen alle an der gleichen Sache, an unserer Krankheit im Grunde genommen. Die Nahrungsmittelbranche produziert sie, die Pharmabranche lindert die Symptome von Heilen, das hat Ihnen Goldman Sachs 2018 in einer Client Notice abgeraten, also Medikamente, die Krankheiten heilen, sind ungut fürs Geschäft, logischerweise. Daher wird nur mehr Symptome gelindert und die Gesundheitsindustrie tätern. Ne? Und die Digitalindustrie überwacht das Ganze, dass das dann in geordneten Bahnen abläuft. Und ja, wer da nicht mitmacht, mit dem Sozialkreditsystem kannst du genau sehen, was jeder macht. Okay, dann danke für die Ausführungen. Wir kommen zu einer pragmatischen Frage. Jesper, du hast es schon erwähnt, was wir dagegen tun können. Und was sind eure Meinungen? Was kann jeder Einzelne als Einzelner tun, als Individuum oder als Gruppe? Ja, also natürlich hat Jesper recht, das Konsequenteste ist irgendwie das Zeug einfach gar nicht mehr zu verwenden oder so wenig wie möglich. Was ich glaube, ist, dass schon ganz wichtig ist, dass man einfach eine ganz bestimmte Einstellung mitbringt irgendwie. Und ich als Künstler, Literat, finde es schon auch wichtig, dass wir eine positive, also dass die Kunst schöpft ja irgendwie. Und das ist etwas, was diese Konzerne sicherlich können, aber eigentlich nur bedingt können, weil ihnen der Geist fehlt. Das ist meine Meinung. Also ich finde, es wäre ganz wichtig, auch auf den Universitäten in die Geisteswissenschaft wieder den Geist hineinzubringen und nicht irgendwie diese auf naturwissenschaftliche Pseudo-Effizienz getrimmte Pseudo-Empirizismus irgendwie zu betreiben, der ja auf diesem Daten-Harvesting irgendwie fußt. Ja? Also wir brauchen Daten. Ich kenne das von der Linguistik. Die Linguisten, da gibt es einfach viele, die
einfach so in diesem naturwissenschaftlichen Paradigma drinnen sind. Das meine ich jetzt nicht gegen die Naturwissenschaften gerichtet, sondern einfach, da hat man vergessen, dass die Geisteswissenschaften den Geist in sich haben irgendwie. Ja? Und so sehe ich das halt auch mit der Kunst oder mit, also es braucht schon auch einfach eine Einstellung, wir können andere Wege schaffen irgendwie. Ja? Und das glaube ich schon, weil das klingt sonst schon alles immer wahnsinnig dystopisch und kann in eine Angst führen, die einen lähmt. Und das, glaube ich, bringt dann am Ende niemandem was. Es ist normalerweise nicht meine Rolle, Optimismus am Schluss zu verbreiten. Es entspricht eigentlich eher meiner Analyse, zu schauen, wo die Interessen sind, die die Sachen in Richtungen vorantreiben, gegen die ich dann zwar auch bin, aber eigentlich in gewissem Sinn hilflos. Ich meine, ich verweigere sehr viel. Ja. Ich lebe ganz selbstverständlich ohne Handy und ohne diverse Konsumartikel, die man vielleicht für selbstverständlich hält. Ja. Ich traue mich auch einiges. Ich habe auch auf der Uni, das haben ja vielleicht einige eh mitgekriegt, sozusagen mit der Ringvorlesung Corona-Transdisziplinär mich ziemlich ins Fettnäpfchen gesetzt. Ich würde das auch als Erfolg betrachten, aber eigentlich kann ich sicher sein, dass ich sowas nie wieder machen darf, nachdem ich jetzt sozusagen ein gebranntes Kind bin. Ja. Also man soll diese individuellen Dinge machen, weil man ja irgendwie daraus irgendwie seine Würde zieht, wie viel man von den Dingen verhindern kann. Da glaube ich eher gibt es sozusagen zwei Dinge. Ich meine, entweder man ist eh praktisch im Bildungsbereich tätig, dann versucht man halt einfach die Dinge irgendwie den Leuten klar zu machen, wo man halt Zugang zu ihnen hat. Oder man geht halt in diese politische Arbeit, wie also zum Beispiel solche Komitees wie Grundrechte und Demokratie machen oder auch andere, die eben versuchen, das in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen und sich einzumischen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Und je mehr man natürlich selber mit seinem Lebensstil quasi überzeugend wirkt, umso besser wird es auch ankommen und auch für andere Leute wegweisend sein. Aber allzu großen Illusionen gebe ich mir ehrlich gestanden, gebe ich mich nicht hin. Tja. Also individuell denke ich auch, es ist wichtig, eine Hoffnung zu bewahren und irgendwie eine Erdung finden oder so. Also ich denke, dieses Persönliche, sich gewisse Sachen zu entziehen, kann schon einen Effekt haben. Und das muss man ja auch tun aus Eigenschutz. Aber viel wichtiger ist natürlich das Politische, dass wir als Masse auftreten, dass viele das tun, dass viele Nein sagen. Was wir natürlich auch bekämpfen müssen, sind diese überstaatlichen Verträge, der WHO-Vertrag und Sachen, die von außen unser Leben bestimmen, aber das ist auch eher eine politische Sache, wo wir als Masse auftreten müssen und uns sichern, dass das so nicht passiert. Und dann denke ich, also rein technisch können wir nichts tun, also das liegt in der Natur der Sache, der Maschine bewahrt die Daten auf, die sind da. Ich denke, da ist das einzige Hoffnung oder das einzige ist die Pluralität, dass es nicht nur Google gibt. Also Google ist ja eine relativ neue Firma. Warum sollte nicht was Neues entstehen, das, dass wir viele Wahlmöglichkeiten haben? Jeder von diesen einzelnen Firmen sind natürlich auf seine Art und Weise böse, aber indem es viele gibt, ist da vielleicht eine Hoffnung. Und das ist ja jetzt was im Moment, also diese Monopolisierung ist ja sehr stark vorangegangen und das muss man versuchen irgendwie aufzubrechen. Und vielleicht gibt es da Hoffnung, dass irgendwelche Hacker oder irgendwelche kreative Leute oder so mit neuen Ideen kommen und neue Sachen entstehen und dann hat man das und das muss man natürlich fördern. Also das sehe ich vielleicht eine Hoffnung. Aber da ist natürlich die Voraussetzung, dass die Gesellschaft nicht zugeht, also mit dieser Überwachung. Das ist ja eine unkreative Gesellschaft, was all sowas unmöglich macht. Und da müssen wir auch alle kämpfen, dass die Gesellschaft irgendwie offen bleibt, dass neue Sachen entstehen können. Und, ja. Und das, wie, was ich gesagt habe, die Unfähigkeit ist auch groß. Ja. Und irgendwas wird sich schon entwickeln zum Guten. Randnotiz zu Google. Also die Entwicklung von Google wurde natürlich von der CIA und von DARPA gefördert, also dem US-Verteidigungsministerium. Und der Sergey Brin hat regelmäßig berichtet seinem CIA-Lead-Hammel-Lead-Officer. Aber grundsätzlich, was kann man tun? Ich glaube, es geht nur politisch. Also diese individuelle Geschichte, das soll jeder halten, wie er mag, aber ich glaube, das ändert nichts. Ne?
Ich zahle mit Bargeld, also das ist sozusagen das, was ich tue, ausschließlich, weil das hinterlässt nämlich massive Spuren, die ich vermeiden möchte, aber ich bin ehrlich gestanden seit eh und je ein Handy-Junkie und Technik, es kommt darauf an, Technik ist ja nicht per se schlecht. Ne? Also E ist gleich M mal C Quadrat, ist keine schlechte Formel, weil es genutzt wird, um Atombomben zu bauen. Ne? Oder zu berechnen, wie viel Energie da freigesetzt wird. Ne? Es kommt darauf an, wie man es anwendet. Ne? Also darum, Smartphones, moderne Technologie, moderne Biochemie, biochemische Forschung, super, ne? Wenn man es richtig anwendet. Individuell werden wir nicht viel erreichen. Es ist ganz super, dass wir, also wir haben gesehen in der Anti-AKW-Bewegung, dass wir irrsinnig viel erreicht haben durch die Unterstützung der Künstler. Ich habe gerade vor allem mit Peter Weiß geredet, Sigi Maron, Dreschflegel, Schmetterlinge, was auch immer. Also das hat irrsinnig viel gebracht. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber letztlich geht es darum, sie politisch zu organisieren. Und zwar nicht nur in Österreich. Du als Historikerin kannst du sicher bestätigen, dass der 8-Stunden-Tag nicht erkämpft wurde, dadurch, dass die Leute nicht arbeiten gegangen sind oder nach 8 Stunden gesagt haben, die nächsten 4 Stunden arbeiten wir nicht. Ne? Ja, wenn das alle gemacht haben, organisiert, dann hat das funktioniert. Aber wenn es nur einzeln, individuell, dann hat das eben nicht funktioniert. Ne? Darum finde ich die Initiative auch sehr gut und das muss weitergehen und wir müssen versuchen, das auch international zu vernetzen. Es gibt eine Reihe von Gremien, die im Moment sehr iatrogen sind, also ärztespezifisch, wie das World Council for Health, World Doctors etc. Es gibt also eine Reihe von Organisationen, aber das ist sehr, sehr stark auf diesen Gesundheitsaspekt und weniger auf den politischen Aspekt. Also von hier aus sicher weiter international und politisch und organisiert vorgehen. Und was dazu ganz wichtig wäre, wäre die Theorie, die früher die Arbeiterbewegung hatte und die meinem Gefühl nach im Moment ziemlich fehlt oder nur in sehr geringen Ansätzen vorhanden ist. Wir kommen nun zur nächsten Etappe. Es sind sicherlich genügend Fragen vorhanden und ist schon beantwortet, sehr gut. Dann bitteschön. Das Mikro funktioniert jetzt wieder, ich gehe rum und bitte macht kurze Bemerkungen, kurze Fragen oder auch länger. Ich nehme gleich Bezug auf den letzten Einstieg. Was können wir dagegen tun? Ich komme aus Niederösterreich, bin die Lörgerstraße entlang gefahren und habe gemerkt, dass auf einem Haus Transparente hängen. Ja? Ich habe aber nicht viel Zeit gehabt, nur gelesen, die Hure der Reichen. Die weiteren Transparente habe ich nicht lesen können. Und was wäre das, wenn wir einfach Transparente aufhängen mit unseren Statements? Wäre das möglich? Ist das erlaubt? Aber das brauchen wir uns nicht kümmern, ob das erlaubt ist. Ja? Das kümmern wir schon lange nicht mehr. Und das Zweite ist, Bargeld, Sie zahlen gerne mit Bargeld. Man kann auf Bargeld, ich habe das eine Zeit lang gemacht, jetzt habe ich wieder vergessen, erinnere mich daran, auch Botschaften draufschreiben gegen die Impfpflicht, impfopfer.org. Ich habe das im Internet gesehen und tue das immer wieder. Und das ist auch eine Möglichkeit. Ja, danke. Ich habe gerade mit dem Philipp vereinbart, dass wir nur 3-4 Fragen. Und euch bitte ich da, wann was für euch dabei ist oder Bemerkungen, die ihr beantworten wollt, zusammenfasst und dann wieder aufs Podium gibt. Bitte. Ich war zwar jetzt nicht die Erste, aber ich wollte zurückkommen auf Jesper, was du gesagt hast, du hast nicht den Eindruck, dass der Krieg genützt wird, um die digitale Überwachung voranzubringen, aber generell ist natürlich schon der ganze militärisch-industrielle Komplex ist ja wesentlich beteiligt oder an überhaupt dieser technischen Entwicklungen. Auch zum Beispiel die ganzen Grenzschutz,
Anlagen, was da für Geld drinnen ist oder Ausstattung von Polizei mit Polizisten mit integrierten Kameras und so weiter. Also das hängt ja schon ganz stark zusammen, auch wenn es jetzt nicht im ganz aktuellen Konflikt so stark präsent ist. Und was schon vorkommt, ist ja auch noch einmal Beschränkung von Informationen oder welche Medien dürfen wo noch gelesen werden oder sind wo gesperrt. Da hat es natürlich schon auch einen Schritt nach vorne gegeben. Vielleicht ist jetzt keine einfache Frage, aber ja, es würde mich interessieren, wie ihr das am Podium seht. Ja, danke. Ja, also ich habe jahrzehntelang in der Hightech-Industrie gearbeitet. Ich bin das natürlich gewöhnt. Also Überwachung war dort gang und gäbe. Man konnte nur mit Magnetkarten in gewisse Räume reingehen, in Labors. Man hat eine gewisse faktisch Autorisierung gebraucht, um dann in komplexere Geschichten arbeiten zu können. Also das ist nicht faktisch erst gestern entstanden, sondern das geht schon längere Zeit zurück. Und Überwachung allgemein, ja, darf man nicht vergessen, in Zeiten des Kalten Krieges gab es schon das Project Echelon, da war in Bayern zum Beispiel eine riesige Abhörstation der NATO und der CIA. Die haben also damals die Telefone abgehört. Also man kann auch wirklich analog abgehört werden. Dann die NSA hat in Salt Lake City eine riesen Computeranlage stehen, ja, das weiß ich aus erster Hand, ja, wo alle digitalen Daten aufgezeichnet werden. Der Supercomputer, der dort steht, und das war schon vor Corona, lange vor Corona, das ist, geht zurück ins Jahr 2010. Ja. Das heißt, wir sind ja da systematisch hineingeglitten in diese Situation, ja, und das ist ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs, was wir sehen. Ja. Wir hätten schon viel früher die Stopptaste drücken müssen, aber viele junge Menschen, die in die Hightech-Industrie hineingehen, finden das durchaus sexy. Ja, also das heißt, die gehen gern mit ihren Magnetkarten spazieren, sie zeigen es auf der Straße. Ja. Das heißt, man hat hier auch eine Grundeinstellung zu haben oder man hat sie nicht. Ja. Und für viele junge Leute ist das so quasi auch eine Karriereleiter, irgendwie ein Teil der Karriereleiter, zu zeigen, dass sie berechtigt sind für Dinge. Danke, gebe gleich weiter, bitte. Ich glaube, ein Problem ist, dass diese Systeme vordergründig daherkommen, dass sie sehr positiv sind, ja. Und da wird das Argument der Solidarität immer natürlich gebraucht. Ja. Es ist eben solidarisch, wenn man sich impfen lässt, weil dadurch schützt man also die Risikogruppen. Es ist solidarisch, wenn man einen grünen Pass hat, weil dadurch kann man überall hingehen. Ja. Jeder weiß, du bist gesund. Ich erinnere daran, dass die Gastwirte damals, wie das 2G eingeführt wurde, ja, ein Gast hat gesagt, das ist super, weil endlich wissen wir, dass da niemand angesteckt werden kann und so weiter. Ja. Also man sieht vordergründig nur den positiven Aspekt, sieht aber nicht sozusagen die langfristige Entwicklung. Und da müsste man nachdenken, was gibt es da vielleicht für Ideen, wie man sozusagen diese Langfristperspektive, wo das hinführt eigentlich, den Leuten klar machen kann. Danke, jetzt nehme ich nur eine Wortmeldung dran in der ersten Runde und dann machen wir sicher noch eine oder zwei Runden, der Herr da mit dem netten Hund. Ja, was wichtig ist, wir leben in einer verstärkten Zeit der Gehirnwäsche. Wenn man sich anschaut, welche Wortwahl es gibt in Medien, und zwar ziemlich gleichlautend, dann denkt man sich, da steckt was dahinter. Es hat eine Studie von einem Deutschen gegeben, der hat also die ganzen Leiter der großen Medien, unter anderem den Herausgeber der Zeit, untersucht, welche Verbindungen die haben zu diversen Organisationen, die eigentlich so quasi diese Interessen da vertreten, diese sogenannte Mann sind. So, das heißt, es gibt Folgendes, es ist der Versuch jetzt nicht nur an die Daten zu kommen, sondern an die Hirne und an die Herzen der Menschen. So, und wenn ich heute mitkriege, wie die Leute schimpfen über Impfverweigerer, normale Leute, die sonst ihr Hirn einschalten, denkt man sich, da ist was passiert. Oder diese ganze Putin-Debatte, wie die umschält, ich meine, Putin ist kein Freund von mir, nur prinzipiell, was da passiert, ist ja eigentlich, um die Leute weich zu machen für einen neuen Krieg. Ich denke, man müsste wieder Karl Kraus lesen, letzte Tage der Menschheit. Wir sind so weit wieder und das Problem ist, wenn das passiert, sind wir eine verschwindende Minderheit. Der Kampf um die Hirne und Herzen der Menschen ist dramatisch und wird also ganz konzentriert geführt. Und da dagegen zu arbeiten, ist eine ganz eine mühsame Sache und auf das müssen wir den Fokus legen und vielleicht gelingt uns das. Danke.
Dankeschön, bitte. Wer möchte? Vielleicht ganz kurz zu den letzten beiden Beiträgen, dass die Technologie immer als etwas Gutes daherkommt. Ich glaube, das ist bei diesen, das hat auch der Jesper angesprochen, das ist immer so. Ja. Es wird immer gesagt, es wird nie, das Totalitäre kommt ja nie und sagt, ich bin totalitär. Ich habe unlängst einen Bericht gesehen eben über China und das Social Credit System und da ist jemand interviewt worden und der ist gefragt worden, warum findet er das so toll, dieses Social Credit System? Und er hat gesagt, naja, das stärkt die Demokratie. Und das heißt, bei Brecht gibt es auch diese Verführung zum Guten. Ja? Und ich glaube, das ist auch die Falle, in die ganz viele meiner Mitkünstler und Intellektuellen getappt sind, ja? Dass sie eben gedacht haben, wir machen ja nur das Gute. Und ja, das glaube ich, das zieht sich historisch auch ziemlich durch, diese Geschichte. Und zu dem Letzten mit der Sprache und den Hirnen und den Herzen. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, einfach eine fundierte Sprachanalyse zu machen, um diese Dinge eben aufzuzeigen und diese propagandistische Sprache, diese Sprachhülsen, diese Wortwiederholungen ganz klar auszumachen irgendwie. Ja? Und dann darauf hinzuweisen und da hoffe ich dann halt doch, dass irgendwann mal Menschen draufkommen und merken, okay, das ist wirklich irgendwie Propaganda, ja, weil das ist immer dasselbe Muster. Ja, und damit habe ich mich ja auch irgendwie in meinen Blogbeiträgen viel beschäftigt, also mit dieser sprachlichen Ebene, wo man den Leuten ganz klar zeigen kann, okay, schau mal, so argumentiert der und dann gibt es Analogien dazu und dazu. Und der Putin-Versteher und der Corona-Leugner sind dann plötzlich gar nicht mehr so weit entfernt, sondern das wird quasi umgeswitcht auf das nächste Thema. Ja, und ja, genau. Also das mit der Sprachanalyse, das halte ich auch für sehr wichtig. All diese Begriffe, die darum schwirren. Und ich hoffe wirklich, dass du oder jemand das festhält und auch guckt, was da dahinter ist. Also wer ist nicht gegen Fake News? Wer ist nicht solidarisch? Also wir werden ja verführt in eine bestimmte Richtung durch diese Dinge da. Das ist sehr, sehr wichtig, das festzuhalten und sehen, was da wirklich passiert. Und viele von diesen Sachen sind ja wirklich perfide. Also was ich gesagt habe mit dieser gegen Kindesmissbrauch. Natürlich sind wir alle gegen Kindesmissbrauch, ja. Aber das wird ja missbraucht, um dann bestimmte Sachen einzuführen. So das mit dem Krieg, also das war nur eine Beobachtung, das ist interessant für mich. Also ich habe nicht gesehen, dass man den Krieg positiv in Verbindung mit dem grünen Pass gesetzt hat. Noch nicht. Vielleicht kommt das. Also der Krieg, das ist ein anderes Narrativ, was da läuft. Also klar, das Militär, das sehe ich eher als klassisch autoritär, die überwachen natürlich auch, aber das ist irgendwie was anders. Aber vielleicht werden diese Sachen zusammengeführt irgendwie. Ja, aber so aus meiner Beobachtung ist das was Neues, das ist nicht direkt etwas, was den grünen Pass oder dieser Überwachungsmaßnahmen so noch nicht motivieren. Okay. Also das mit der Sprache, das, ich glaube, das teilen wir alle. Ich möchte nur ein kleines Beispiel bringen. Ich habe zugeschickt bekommen das Cover von einem Geschichtsbuch, das in der Oberstufe nach wie vor im Einsatz ist. Und das heißt Querdenken. Da gibt es den Band 1, den Band 2 und den Band 3. Also das, ich meine, das weiß man ja auch, wenn man in Lexika schaut oder so, Querdenken ist ja bis vor kurzem eigentlich als selbstverständliche Tugend des kritischen Menschen angesehen worden und ist ja eigentlich tragisch, wie rasch dann der Querdenker oder die Querdenkerin da so in Misskredit gebracht wird mit allen anderen möglichen Punzen, die ja absurd sind. Ja? Also ich glaube, da muss man einfach dagegen argumentieren und das auch entkräften. Und ich würde schon ganz gern zu dem Militärischen was sagen. Also ich habe mich ehrlich gestanden, Jesper, wie du das erzählt hast, auch ein bisschen dran gestoßen, dass du gesagt hast, du siehst jetzt beim Krieg diesen Zusammenhang nicht, jetzt hast du es ein bisschen erläutert. Aber ich meine, insgesamt ist ja schon relativ klar, dass diese Technologien, die uns da bedrohen, und ich glaube ehrlich gestanden nicht an die Neutralität der Technik, weil die Technik wird immer von den Herrschenden sozusagen in Beschlag genommen. Man kann natürlich immer theoretisch denken, dass wenn das Volk sie beherrscht, aber da haben wir auch schon Beispiele gesehen, wo das nicht so wunderbar funktioniert hat. Also muss man sehen, ich meine,
Kybernetik, KI, überhaupt Computertechnik oder so, also wenn da nicht dieser Bedarf des Militärs gewesen ist und auch das Interesse des Militärs, das ständig weiterzuentwickeln, dann würde es natürlich auch diese ganzen zivilen Anwendungen nicht geben. Und du hast ja vorher auch gesagt, Peter, wie da eigentlich Google und die US-Militär im Zusammenhang sind. Also ich glaube, die Frage ist nur, wie kann man sozusagen, ich meine, sagen wir so, im Endeffekt hat sich ja schon Goethe über diese Sache den Kopf zerbrochen. Ne? Ich meine, der Zauberlehrling ist ja eigentlich eine Parabel auf diese Frage. Ne? Was macht man mit dem Geist, wenn er aus der Flasche entweicht? Ne? Man kann natürlich immer noch sagen, wenn man in eine Flasche steckt, dann wird er sich dort ganz wunderbar entfalten. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit, weil wir wollen dann zwar eine demokratische Kontrolle über diese technischen Entwicklungen, sehen aber gleichzeitig, dass die ja eben immer ihre positiven und ihre negativen Seiten haben können und dass es sehr viele Leute gibt, die sich dadurch auch verführen lassen. Ja? Und also von daher finde ich, muss man so weit wie möglich eigentlich diese technische Forschung sozusagen doch an die Zügel nehmen. Ja? Ist mir klar, dass es nicht so einfach ist. Aber ich, nur ein kleiner Hinweis auf etwas, was ja ständig in den Medien ist, nämlich diese Complexity Science, und die ist ja auch institutionalisiert in diesen Complexity Science Hubs. Ja? Und das sind ja sozusagen interdisziplinär Mediziner, Techniker, Mathematiker, Physiker und so weiter alle dabei. Auch diese ganzen Regierungsberater, die mathematischen Modelle und so weiter erstellen, die kommen ja aus diesem Complexity Hub. Ich habe ehrlich gestanden nichts gegen Komplexität. Ich rede eigentlich immer für Sie, ja, aber in dieser Form, und ich habe mir zum Beispiel ein Buch von dem Stefan Turner angeschaut, und der da auch dazu gehört, aber auch dieser Klimek und alle möglichen von diesen Youngsters gehören da dazu, und die vertreten ja eigentlich das Modell der Vollverdatung. Ja? Die sagen eigentlich, man müsste eigentlich alles verdaten, und in dem Moment, wo man das unter der Kontrolle von neutralen Wissenschaftlern, wie sie selbst, miteinander in Verbindung bringt, dann kann man eigentlich die Probleme der Menschheit lösen. Also man wundert sich eigentlich, wie nach so viel Infragestellen des Fortschrittsdenkens und auch Entgleisungen des Fortschrittsdenkens eigentlich bei diesen hochgebildeten Menschen ein solcher Glaube an den Fortschritt überhaupt existieren kann. Ja? Aber die stellen sich dann eben auch auf das. Wir brauchen nur so viele Daten wie möglich, und dann brauchen wir eigentlich auch keine Demokratie mehr, weil dann lösen wir das, indem wir das eben über Algorithmen die beste Lösung austesten. Ja? Und die Politiker nicken das dann ab, und so ähnlich haben wir das ja teilweise eh schon im Kleinen erlebt. Ne? Zum Complexity Hub. Zum Complexity Hub und zu dem, was Popper und Klimek treiben, ein kleines Bonmot. Also ich schaue mir das ziemlich regelmäßig an, deren Prognosen. Und ich glaube, was richtig war, wenn man also Maßstäbe anlegt, wie in der Meteorologie zum Beispiel, die ja auch prognostizieren, das ist denen ihr Job, dann waren, glaube ich, 0,2% der Prognosen bisher richtig vom Complexity Hub. Was gilt in der Meteorologie als richtige Prognose, wenn du eine Änderung vorhergesagt hast? Nicht, wenn es in ganz Europa keine einzige Wolke gibt und du sagst, morgen wird es auch wolkenlos sein. Das ist keine richtige Prognose in der Meteorologie. Wenn du sagst, morgen wird es regnen und es regnet tatsächlich, dann war es eine richtige Prognose. Nur, das schaffen die nicht, weil die einfach nicht verstehen, was sie prognostizieren. Also sie verstehen die... Na, die verstehen die darunterliegende Biologie, Biochemie, Epidemiologie, verstehen die einfach nicht. Ne? Die haben noch nicht behirnt, dass es Zyklen gibt, dass es Saisonalität gibt. Das bauen die nicht ein in ihre Modelle. Zum Militär eine Anmerkung. Also wenn man dieser Analyse von Fabio Wiege folgt, seine letzte über die Eskalation des Krieges in Russland, er bringt das auch in Verbindung mit dem Great Reset, mit dem, dass man die Finanzsysteme zerschlagen will. Da ist der Krieg, es ist im Grunde genommen das Gleiche,
Wir stecken die gleichen Leute dahinter und das ist die gleiche Absicht wie mit der Corona-Pandemie. Man will die Finanzsysteme, die sind nicht mehr tragbar. Es hat im September 2019 hat es einen Fast-Crash gegeben. Was jetzt passiert, die Gasverknappung, die Gewässler, glaube ich, wieder Mellach in Betrieb nehmen und Dürrenrohr ist in Rede, also die tun alles sozusagen, um Preise hinaufzutreiben, um die Inflation anzuheizen, um den großen Crash sozusagen natürlich entstehen zu lassen. Wieso kann auf einmal die ÖMV kein Benzin mehr produzieren? Warum bezieht Österreich plötzlich nur mehr aus Ungarn das Benzin? Weil da leider bei einer Reparatur was schiefgegangen ist. Ne? Das ist genauso wie mit der Turbine, die in Kanada für das Gas nach Deutschland pumpen, leider nicht fertig wird. Ne? Und in China spüren sie ähnliche Sachen ab. Also ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Zum Bargeld in Australien werden laufend Bankomaten abgeschafft. Da gibt es größere Orte mit 10, 15, 20.000 Leuten, wo es keinen einzigen Bankomaten mehr geht. Die müssen in die nächste, die Leute, wenn die Bargeld wollen, müssen in die nächste große Stadt fahren, ja, um sich Bargeld zu besorgen. Dort herrscht meiner Meinung nach, weiß ich nicht, ob man Bio noch vorsetzen soll, ein Biofaschismus. Und das, die sind schon wesentlich weiter als wir. Die haben diese Ausgangssperren wesentlich weiter gehabt als bei uns. Da war ständig die Rede von Boots on the Road, also Soldaten und Polizei deployen. Zu der Sprache. Es ist bekannt, wie das funktioniert. Der Hitler und der Goebbels, die haben das, da gab es einen Psychologen, der das erforscht hat. Es gibt jetzt den Professor Desmet in Belgien, der genau das erklärt. Was früher gegeben hat in den politischen Bewegungen, in denen ich tätig war, war Schulungen. Da haben wir solche Sachen einmal in der Woche einen Schulungsabend gehabt und da haben wir das diskutiert und da haben wir versucht, das sozusagen zu verbreiten. Das gibt es heute nicht mehr. Die Arbeiterbewegung hat früher Schulungen gehabt. Die haben ihre Leute geschult. Das gibt es heute nicht mehr. Vor allem die Kinder. Ein Ansatz. Vor allem die Kinder, die früher in Jugendgruppen waren. Das gibt es alles nicht mehr. Ne? Also ich glaube, dass da Schulung dringend wieder notwendig wäre, um genau sich über solche Sachen auszutauschen und Know-how aufzubauen. Wir haben nur noch wenig Zeit. Also wer hat eine sehr, sehr dringende Frage? Ja, meine Frage ist an die Dame in der Mitte. Und zwar, wie machen Sie das, dass Sie analog leben? Ich glaube, das könnte für uns alle irgendwo nochmal wichtig sein. Also wie geht das? Meine Nachbarin hat einmal in dieser ganz Corona-Debatte-Geschichte gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Regierung korrupt ist. Wie sehen Sie das? Oder wie viel Überzeugungstäter braucht es? Wie viele Korrupte? Wie funktioniert das? So schöne kurze Fragen, noch eine dritte. Ja, ganz kurz. Ich wollte nur sagen, zur Abschaffung der Impfpflicht. Also ich glaube, das ist schon ein großer Erfolg. Das ist schon ein großer Erfolg des Widerstandes. Ja. Ich habe das mir angeschaut. Ja. Vor der Impfpflicht waren 75% aller Österreicherinnen einmal geimpft und wieder die Impfpflicht gekommen ist, haben es gerade 1% dazu gewonnen. Und das war wirklich ein Debakel dank unseres Widerstandes. Und das ermutigt und ermuntert die Leute auch im Herbst. Da kommen natürlich neue Sagen, zu sagen, okay, wir haben sie einmal schon besiegt und vielleicht und hoffentlich das nächste Mal auch. Ganz gut. Zur Impfpflicht noch eine Anregung. Ich meine, hier im Saal werden es alle gemacht haben, alle unterschrieben haben, die ganzen Petitionen. Aber ich denke, wenn jetzt 2 Millionen auch noch unterschrieben haben, vielleicht dagegen, was ja jetzt dann vielleicht der Fall ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Danke.
Ja, und an der Monika kann ich nicht vorbeigehen. Ja, ich wollte noch ergänzen, dass gerade Innovation, Digitalisierung so positiv besetzt ist. Ja, das müssen wir schon sehen. Und es ist vor allem auch in der jungen Generation so positiv besetzt, weil die kennen es nicht anders. Das ist Normalität, ja, seit sie seit 20, 25 Jahren auf der Welt sind. Und da das Bewusstsein zu schaffen, ich finde das unglaublich schwierig, weil es heißt, naja, klar, wenn ich da Daten abziehe, dann muss ich auch was hergeben, nämlich meine Daten. Ja, das ist ja ganz normal, das höre ich aus meiner eigenen Familie. Man sieht das gar nicht, weil es Normalität ist. Bitte haltet euch kurz, es sind nur noch ein paar Minuten bis zur Pause. Wir gehen einen nach dem einen durch, bitte. Was die Dame gesagt hat vorne mit dem Fortschrittsglaube. Ich glaube, hier ist tatsächlich eine fundierte Wissenschaftskritik einfach ganz wichtig. Ja. Ich habe ja Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie studiert und es gibt auf den Unis zwar, also es gibt auf der ÖRW ein Technikfolgenabschätzungsinstitut und so, aber diese Sachen sind alle super zahm und da bräuchte es einfach wirklich viel mehr fundierte philosophische, theoretische, aber eben auch historische Wissenschaftskritik, die diese Dinge aufzeigt und die eben diese Nachteile oder diese, weil das ist eine Ideologie, nicht? Scientismus heißt das. Wir glauben an den Fortschritt und an die Experten und die sagen immer das Richtige. Ich bin ja ich jetzt auch oder die Andrea oder so, wir sind dann die Experten und alle glauben unseren Worten. Genau das soll ja eben nicht sein, nicht? Also wir sollten alle einfach die Autoritäten hinterfragen können, müssen, dürfen. Und dieser Scientismus, der hat jetzt auch sich brandbeschleunigt bei Corona und da würde ich schon eben sagen, da muss es echt eine fundierte Wissenschaftskritik geben, damit auch die Jungen das ein bisschen besser verstehen. Ja, wenn ich schon so direkt angesprochen wäre, wie ich analog lebe, dann muss ich sagen, das stimmt ja gar nicht. Man kann ja gar nicht analog leben. Aber ich bin vor kurzem einmal eingeladen gewesen in Vorarlberg in einer Radiosendung, wo auch die Zuhörer anrufen konnten. Es ist um Heimarbeit gegangen, also um ein Thema meiner Forschung. Und irgendwie habe ich am Anfang einfließen lassen, dass ich kein Mobiltelefon besitze. Ja? Und alle Fragen, die gestellt wurden vom Publikum, waren dazu, wie ich damit umgehe und so weiter und eigentlich weitgehend positive Rückmeldungen, dass sie mir gratulieren und was weiß ich was, die Altersstruktur habe ich jetzt ja nicht abgeschätzt, aber auch sonst, wenn ich das also in meinem Bekanntenkreis oder auch gegenüber Unbekannten sage, dann kriege ich eigentlich, das war früher so, dass man da blöd angeschaut worden ist. Aber in der Zwischenzeit sagen die Leute, ja, das würde ich eigentlich auch gerne selbst können. Und ich glaube, man kann sich von bestimmten Dingen abkoppeln. Das kommt auf die persönlichen Lebensumstände an. Ich gehe auch am Markt einkaufen und nicht in den Supermarkt. Allerdings, woher kriege ich das Klopapier? Also da muss ich ja doch in den Supermarkt gehen und so weiter. Ja. Also man kann einfach sich nicht von all diesen Dingen abkoppeln. Ja. Wir können auch nicht ohne Konto leben. Ich kann auch nicht ohne PC leben. Ich kann auch nicht ohne E-Mail leben. Ja, also von daher ist es ja eigentlich lächerlich, wenn ich sozusagen diesen einen Punkt Smartphone irgendwie so vor mir hertrage, als wenn ich da irgendwie völlig aussteigen könnte. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass wir ja über alle Geräte, die digital gesteuert sind, in der Zwischenzeit unsere Daten auch abliefern, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Ja. Und in dem Moment, wo die verknüpft werden, habe ich ja auch vorher mit dem Kurierzitat angedeutet, mit bestimmten persönlichen Dingen, ja, dann sind wir einfach dieser gläserne Mensch. Und natürlich müssen wir dieses Bewusstsein erwecken und insofern können wir das nicht nur persönlich lösen, sondern müssen natürlich doch irgendwie politisch in die Richtung agieren. Also vieles, was hier zum Schluss gesagt worden ist, deutet ja hin auf ein anderes ganz wichtiges Thema, also unser Bildung. Da ist ein riesen Nachholbedarf. Also wir bilden rein fachlich, technisch keine guten Wissenschaftler mehr aus. Das ist ja das, was man jetzt sieht. Auch ich habe auch geblättert in diesem Buch von Turner, ein so umwerfende, so technokratische Fortschrittsglaube. Also das ist ja kaum zu fassen. Also rein technisch bilden wir nicht mehr gut aus und das muss sich ändern. Philosophische Überlegungen sind an den Unis oder die Technik-Uni da völlig
non-existent und auch eine politische Auseinandersetzung mit den Themen, also ist die Technik neutral oder nicht, zum Beispiel, das findet einfach nicht mehr statt und das ist ein Problem. Und das hat ja mindestens mit Bologna, also vor 20 Jahren angefangen, und das ist jetzt die Früchte, die wir jetzt ernten, und vielleicht war es auch so gemeint, das alles. Eine letzte Bemerkung dazu: Vor Corona war allgemein in der Wissenschaft oder in den technischen Wissenschaften war eine so Art Krise der Reproduzierbarkeit. Also man hat sich geeinigt, dass die meisten Papers oder so, die rauskommen, eigentlich Schrott sind. Die Ergebnisse sind nicht reproduzierbar. Also man kann nicht das Paper lesen und es nochmal machen. Und das ist ja das Grundprinzip einer so technischen Wissenschaft, dass man es wiederholen kann, weil es Gesetzmäßigkeiten gibt. Und das war nicht gegeben oder ist nicht gegeben. Und da hat man versucht, irgendwas zu tun. Da war viel Hype, viel Initiative. Das ist verschwunden. Und was habe ich gelesen vor 2-3 Wochen? FWF gibt jetzt Geld darum, dass man Projekte startet, die die Glaube an die Wissenschaft erhöht. Ja, also wir haben selber vergessen, was das Problem ist. Und das sieht man ja. Wir reden ja so von Wissenschaftlichkeit und so. Und das ist genau das Gegenteil. Wir rennen irgendwelche Sachen nach, die mit Wissenschaft sehr, sehr wenig zu tun haben. Und da muss ein neues Bewusstsein rein in den Universitäten. Sonst wird sich da nicht ändern. Und wir rennen nur Agenten nach. Also ich bin wieder der Ansicht, dass Universitäten ein politisches und vor allem ein ökonomisches Problem sind. Dass Ökonomie ist immer die Basis. Und das ist wieder Private-Public-Partnership, was sich dort abspielt. Im British Medical Journal war ein interessanter Artikel drinnen vor nicht allzu langer Zeit, die das kritisiert haben, was sich auf den Universitäten an Drittmittelforschung abspielt. Wie wirst du, die haben auch analysiert, wie wirst du Dekan oder wie wirst du Professor. Hauptsächlich werden, vor allem in der Medizin, in Bayern ist das sicher nicht so. Also Dekan wird der am meisten in der Lage ist, Drittmittel einzuwerben. Und wenn du nicht emeritiert bist, hältst besser die Goschen, weil sonst verlierst du die Drittmittel und du hast ein Institut mit 100 Leuten, die du dann entlassen musst, wenn du die Drittmittel nicht mehr hast, weil du nicht mehr forschen kannst. Das ist ein politisches Problem und das ist ein ökonomisches Problem. Und dort muss man das angreifen. Und da sind wir wieder bei der Organisation. Wenn ich das ja, okay, ich kann ein bisschen was drüber schreiben, das ändert genau gar nichts. Wenn da nicht organisatorisch auf den Universitäten in der breiten Bevölkerung dagegen vorgegangen wird, organisiert politisch mit Forderungen, mit Streiks, mit Demonstrationen etc., mit allen Mitteln der politischen Willensbildung, dann wird man da nichts ändern. Und genau das ist noch einmal sozusagen mein Schluss. Wir müssen politisch organisiert vorgeben, wenn wir was ändern wollen. Sonst wird es nicht gelingen. Punkt. Die Zeit ist urschnell vergangen. Wir haben schon leicht überzogen, aber wir sind gut in der Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was. Wir sind gut in der Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Da, danke an die Redner. Hannes möchte kurz bevor ihr in die Pause geht, noch ein paar Infos sagen. Und ich möchte die Runde mit den Worten des Mannes schließen, mit dem ich begonnen habe: Edward Snowden. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich sage, alles, was ich tue, aufgezeichnet wird. Das ist nichts, was ich bereit bin zu unterstützen. Das ist nichts, unter dem ich zu leben bereit bin. Idealism prevails. Make the world a better place.